Ist doch Ja, cool. starte mal. Ja, die Leute sind es bei mir gewohnt, dass das alles ein bisschen inkontinent ist. Dass das einfach irgendwo anfängt dann. Ja. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich Where's my auf, Robin. darling? 50 Holz bekommen. Ist aber lieb. Da ist sie. Kommt aber nicht rein. Es regnet. Und ich habe den Boden kaputt gemacht. Vor allem, warum bin ich mit Shane befreundet? Weißt du, ausgerechnet der fucking Einzelhändler. Ausgerechnet der Lachskopf, ey. Ja, die Einzelhändler, die finden sich immer. Ja, ich merke schon. Ich habe ja auch mal im Einzelhandel gearbeitet. Das sind Bärenmädchen. Sag mal, du hast ja Geschmack hier, ey. Ist auf einer der Flöte Wir hier. haben gerade eine Erdbeere bekommen. Ich habe auch noch Melonsaat, falls du damit was anfangen willst. Können wir die schon pflanzen oder sollen wir auf den Sommer warten? Nicht, dass die irgendwie My ewig lange darling. braucht. Randale. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass Abigail offenbar Edelsteine futtert. Ich meine, ich habe ihr gerade Was krieg ich denn? Quarzerz gegeben als Geschenk und sie hat sich gesagt, boah, lecker, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Und ich so, this is not for eating. Eigentlich nicht, aber vielleicht mag sie das. Das ist ihr Lieblingsessen. Vielleicht steht sie auf so einen Scheiß. Die isst die Samen so. So, Immer. ich mache jetzt mal wieder fast meinen Job. Also ich gehe jetzt erstmal Muss kurz ich jetzt auf einmal. 18 machen? Wieso? Ach, nix. Ach. Fuck! Okay, gut. Hat ein bisschen gebraucht, gerade bei dir. Na gut, gebe ich halt meinen Cock ab. Schau, so klingt wie ein Kurve aus einem Anime. Wie ein was? Kurve? Wie Kurve. eine Kurve? Eine Kurve. Kurve. Alter, was Keine mögt ihr alle Ahnung. keine Bären? Was seid ihr für Banausen? Ich habe das schon mal irgendwo gelesen. Ich schenke dem Nächsten einfach gleich Lauch. So schaut's aus. Ui, hier kann man Sachen kaputt machen. Ui! Oh, das macht so Spaß, mit dem Schwert alles niederzumähen. Ah ja, so ein Schwert ist was Schönes. Ja, Aber voll. was viel mehr Spaß macht, ist einfach angeln gehen. Uralte Hast du ja jetzt Männer schon einen waschen. Zug, oder? Ja, also einen Zug habe ich. Und vor allem habe ich Ja. gelernt, dass du ab Level 5 einfach mal einen Skill kriegst für die jeweilige Fähigkeit. Und Ja, das ist das, echt geil. was ich nicht Das sollte Move wusste, sein. was Ah. ich halt nicht wusste, dass du dich zwischen eine dieser Fähigkeiten entscheiden musst. Du kriegst also zwei solche Fähigkeiten, sag ich mal, und du musst dich entscheiden. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe da nicht drauf geachtet. Deswegen gibt es bei mir Crabs. Also auf einem Oh. anderen Spielstand. Ja, da ist ja unwichtig. Ja, deswegen, ich muss mal gucken. Ach, der, du schon wieder. Alter Seemann, ich habe dir gesagt, Amulett zu verkaufen. Sag mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Was? Woher willst du wissen, wofür ich bereit bin, alter Mann? Amateur. Alles Amateure hier. Ja. So, So, ich mache unseren und. Hof hier noch ein bisschen sauber. Ja, ich hab Perfektes Wetter. ich level noch ein bisschen Fishing. Also ich habe auf jeden Fall, also wir haben ja auf dem LH-Server haben Hohe Vivi und ich auch ein bisschen gespielt letztens. Und da habe ich irgendwie mich in einer Session von 1 oder 2 Stunden, habe ich mich irgendwie instant auf Level 5 von Fishing gelevelt. Ja, krass. Und habe gelernt, dass man geilere Fische kriegt, wenn der Fisch nicht einmal aus diesem gelben Bereich rausgeht. Kriegt man Bei also zwei besseren Fisch. Stunden. Ja, Du das. hast ja nichts anderes Ich gemacht, habe oder? nichts anderes gemacht. Ich bin am Ende einmal noch in die Mine gegangen, um hier Krabbendinger zu bauen. Oh geil, Seetang. Futter. Ach, das lassen wir stehen. Das sieht hübsch aus. Das kann auch bleiben. Perfekt. Deswegen, das ist richtig krasser Cash. Sehr gut. Ja, Meinst du dann mach nicht, mal hier ein wieder. bisschen Geld noch für Wieder uns. mach ich doch schon. Ist in Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich Ich noch Köder arbeite auch. drauf Ich habe. bin sogar schon müde. Boah, das ist das Schöne an Angeln. Es verbraucht kaum wirklich Energie. Das ist echt gut. Also nicht Ah, ich viel brauche eine wirklich. bessere Spitzhacke. Au. Was wollte ich nochmal? Ach ja, mal gucken, ob ich hier Köder drin habe. Ja, ich hab mehr als genug Köder.
Bastelst du die Köder selbst oder kaufst du die? Nö, da muss ich ja nur einmal in die Höhle gehen und dann kriege ich ja Monsterfleisch. Ach, das ist das Monsterfleisch. Okay. Ja, Köder kannst du ja aus Monsterfleisch machen, also von diesen normalen, komischen Fliegen da. Ah. Ja, ich angel ja nicht. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Ich hab ein Aal gefangen. Da war das Geräusch schon wieder. Hast du es gehört? Nee. So richtig. Ich glaube, das ist der Wind. Ich glaube, das hat Hohl mir erzählt. Das ist, glaube ich, das Ambiente-Feeling bei Regen. Nein. Echt? So Regen und bisschen windig, sag ich mal. Das hört sich eher an, als wäre hier irgendwo ein Ungetüm. Ein Ungetüm. Es soll auch Ecken geben, wo nachts tatsächlich Monster rumlaufen. Hallo und Rolltreppen. Hallo. Der Willi sagt, dass man heute fischen gehen soll. Oh, I'm doing this. Fisch Da bin ich schon bei. getrinken. Ich meine, ich bin jetzt gerade mal, hab gerade mal ein Drittel Energie verbraucht. Verbraucht. Würde man nicht um 2 Uhr nachts immer instant aus den Socken hauen, dann, ja. Dann würde ich fast die ganze Zeit nur noch dingsen, angeln. Oh. Wupp. So, ich brauche Platz für Bier. Ich meine, ich habe jetzt ja noch eine Truhe mit Holz. Oh shit. Ah ja, und was man mir auch als Rat gegeben hat, wir sollen die diese Bündel im alten Treffhaus, was auch immer da machen. Also zum Ja, Beispiel da habe ich ja halt schon angefangen. eben. Es gibt ja zum Beispiel eins, wo du nur Holz und Steine für brauchst, sag ich mal. Da werde ich mal gucken, dass ich mich da irgendwie morgen, am morgigen Tag mal ransetze und ein paar Wälder Stimmt. rode. Wir haben ja auch gerade Holz geschenkt bekommen, ein bisschen. Das Ich könnte ich hab mal hinbringen. Holz in der Truhe gerade gefunden, also. Oh. In unserer Truhe. Nee, nicht in unserer, Ach in der Truhe, die ich geangelt habe. Oh, man Gotcha. kann ja richtige Schätze angeln. Heilbutt. Du bist noch dran an meiner Küche, ne? Angeln. Ja, ich angel die Küche noch. Okay, Irgendwann perfekt. ziehe ich so eine gesamte Einbauküche aus dem Wasser. Ich bitte darum. Bestimmt, das kriege ich hin. Wird schon machbar. Sehr gut. Wow. Oh, ein radikaler Fisch. Oh. Kann man da rein? Oh nein, Oh. Fischi, du bleibst bei mir. Alle. Ach Gott, ist der süß. In seinem Zelt. Voll gemütlich. So, bis 22 mache ich noch und dann begebe ich mich auf den Rückweg. Ach, da ist die Mine. Ich bin falsch gelaufen. Ich habe die gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ha, 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 ha. Was ich aber gesehen habe, oh, ich bin voll. Schmeiß mal das Papier weg. Weißt du was, dann gehen wir uns jetzt mal schon auf den Rückweg. Wenn wir schon mal hier, ne? Ja. Wenn ich schon voll bin. Jetzt bin ich da. Ja, und das habe ich auch gemerkt, als ich hier mit den anderen gespielt habe. Der Rucksack, den wir halt haben, ne? Der ist so busted. Der ist so unglaublich gut. Ja, den braucht man. Einfach weil du sonst Ist voll nichts mit dir wichtig. rumtragen kannst. Löwenzahn fehlt noch. Dann hätten wir ein Bündel fertig schon. Na nun, wer läuft denn hier durch die Gegend? Harvey. Letzte Zeit irgendwas Interessantes in der Bibliothek gelesen? Nö. Okay, Mir tschüss. fehlt ein Holz. Ja, warte, wo bist Ach, du? komm. Bist du Ja, im. für ein Bündel, also für einen Teil braucht man aber zweimal 99 und ich hätte halt einmal 98. Ja, warte, Also ich können komm wir auch vorbei. Ich hab. morgen. What the fuck? Seit wann ist hier Okay. ein Spielplatz? Schon immer. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du da noch gar nicht? Nee. Sehr geil. Gut, Was dass haben es wir hier drin so alles schön beleuchtet ist. nicht? Hast du eine Haselnuss? Leider nicht. Schade. Bündel. Ja, warte mal, ich kann dir ja das Holz geben, was ich habe. Ja.
Ups. Oh, da freue ich mich. Das ist das eine Holz, was dir gefehlt hat, ne? Ja. Okay. Ja, perfekt, jetzt liegt's drin. Danke. Nice. Das ist schon mal eine Sache. Ich gehe morgen dann such nach Stein und Holz und dann kriegen wir das schon. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Oh, ich bin müde. Ja, ist auch schon. Du bist auch müde. Es ist 12. Ist ja auch schon spät. Ich schmeiß auch gleich nur noch mein Zeug in die Verkaufstruhe und dann rollt der Rubel wieder. Mad Cash, yo. Sehr gut. Ich habe kein Bier getrunken heute. Die Zeit hast du auch nicht mehr. Ich war kurz drin, hab Hallo gesagt, hab an dem Bier gerochen und dann bin ich wieder gegangen. Ich hab's geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Hat aber gut gerochen, du. Bier so an, hat Bier so an sich. Die haben hier so ein Spezialbier. Also das ist echt gut. So speziell. Der Willi, der braut es selber. So im Keller unten. Ja, man, dieser Willi. Willi. der Billy. Der Bierbrau-Willi. Der Billy. Stufe 4 von Fischen? Habe ich das nicht schon gehabt? Anscheinend nicht. Obviously not. Hat aber echt viel Geld eingebracht. Ja, 800 so am Tag, das ist schon gut, was? Das ist nicht schlecht, ja. Aber ich will in die... Oh, Katze! Ich will in die Mine. Hey, Seref. Es regnet ja schon wieder. Ja, irgendwie. Ich glaube, wir haben die Regensaison erwischt. Aha. So, hallo, Eroshiva. Morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Gruselig. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Oh. Ich tanze eh nicht gern. Ich guck nur zu. Ach, das ist der ganze Kram. Gucken, was haben wir denn? Löwenzahn. Löwenzahn. Oh, ich habe noch 83 Holz sogar hier liegen. Hast du nicht gesagt, wir brauchen Löwenzahn? Habe ich? Ja, stimmt. Wir brauchen Löwenzahn. Wenn du welchen findest. I did. Habe ich. Also gehe ich jetzt noch ein bisschen mich wie die Axt im Walde benehmen und dann... Ja. Beziehungsweise ich suche jetzt mal Holz und Steine. Da bräuchte ich noch ein so ein 99er Bündel, ne? Mhm, aber ich habe schon 83, also viel fehlt nicht. Also Holz brauchen wir nicht so viel, oder sind das Steine? Und Steine haben wir voll, also ich hatte genug, die bringe ich jetzt hin. Ja gut, warte mal dann. Oder ich bringe sie nachher hin, wenn wir das Holz haben. Ja, eben, dann warte kurz, ich erledige das mit dem Holz. Den Baum hier finde ich schön, den will ich nicht fällen. Spooky. An den komme ich nicht ran. Bloß, ich hör dich irgendwo. Ja, ich fäll dir noch ein paar Bäume. Und get it. So, warte mal, wie viel Holz brauchst du denn noch? Du brauchst nicht so viel Holz, ne? Nee. Wie viel hast du denn? 13. Nee, 30 sogar. Das reicht. Cool. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann schmeiß es mir hier irgendwo auf den Boden. Ja, kann ich Sachen einfach auf den Boden schmeißen? Ich hoffe, weil sonst dauert es ja ewig, wenn du mir immer nur eins geben kannst. Ich pack's hier in die Truhe. Aber ich glaube, das sehe ich gar nicht, oder? Doch, das ist ja eine gemeinsame Truhe. Sicher? Ja. Ich geh da mal weg, ich kann nicht rein. Ach so. Ah ja, okay. Ich dachte gerade, das wäre eine eigene. Aber dann ist gut. Perfekt. Dann haben wir ja alles. Dann geh ich hin. Tu das. Und ich meine, wenn wir das dann haben, soll irgendwie eine Brücke gebaut werden dafür oder sowas. Ich sehe gerade bei mir... Oh, da war noch Le Blum. Ich habe gerade oben und unten Balken, ja. Habe ich gerade auch gesehen. Ich mach's gleich weg. Fällt gar nicht so auf, ne? Kino-Modus heute. Ja, eben. Aber mache ich gleich. Hast du eigentlich jetzt was geändert mit dem... Letztes Mal hieß es doch, du hättest irgendwie reingezoomt oder so? Ja, ich habe ich auf jeden Fall... Ich hab's geändert. Ah, okay. Also, there is no more of this. Schaut jetzt anders aus.
Minimal. Ah, ich hab mich verlaufen. Ich glaube hier, oder? Nein, nein, nein. Okay, Caroline ist offenbar... Ich spreche den Satz mal nicht zu Ende aus, besser. Ich habe gerade selber gemerkt, wo das hinläuft. Hallo, Mentas. Wieso, wieso? Mögt ihr euch nicht mehr? Ha, hier. Ganz klar, so dummerweise Kleid zu tragen. Och, Abby, ich glaube, du siehst da drin echt schnieke aus. Yes, jetzt habe ich schon mal ihr, das erste Herz bei ihr. Yes. Ah! Und die Caroline ist doof, oder wie? Ja, die mag keine Blumen. Ach so. Oh, wir brauchen noch 10-mal Hartholz. Oh, wo bekommen wir das denn her? Ich schätze mal von harten Baum. Nicht so ein Wohnwagen. Okay, da ist jemand gut drauf. Hier, have some hearts. Ach, wo ist denn der Löwenzahn? Den habe ich, warte. Ich komm. Bin ja, leg den mal da rein. Na, ich geb den direkt ab am besten. Ich bin hier sowieso gerade auf der Ecke. Ja, ja. Ich bin ja eh schon drin, also. So. Ja. Hey, X-Gamer. Da bist du ja. Hallo. Ich find's immer noch so creepy, wie man hier einfach die Schritte hört. Hier, Löwenzahn. Löwenzahn. Bündel komplett. Bündel komplett. Ah, oh, der kleine Affe. Ui. Wow. Belohnung. Oh, cool. Frühlingssaat. 30 Stück. Mm. Cool, dann können wir damit nichts weiter machen. Geil. Ich schätze mal, für Hartholz würden wir eine bessere... Kleiner. Ich glaube, wir brauchen dafür eine bessere Hacke. Damit wir diese großen Stümpfe zerkloppen können, weißt du? Ja. Ich habe so das Gefühl, das werden wir brauchen. Ist der süß. Ja, und den Rest... Bündelsamen Sommer und Herbst. Ja, das können wir... Ach, was? Kartoffel habe ich nicht da. Stimmt, jetzt ist das hier... Da, wo du jetzt gerade stehst, ist jetzt bei mir auch gespawnt. Ah, oh, Bündeltier. Und das, was vor dem Aquarium gespawnt. Ja. Das heißt, es gibt noch mehr Bündel... Ach du Scheiße. Oh, wir haben... Oh mein Gott. Bündelhandwerker? Die wollen ja einmal alles. Oh Gott. Jesus. Okay. Pumpkin. Qualität, ja, ist richtig. Ja, die spinnen ja wohl. Die spinnen, die Römer. Was haben die denn? Oh, Fische. Das ist Bündel doch, das ist doch mein Gebiet hier. Das ist dein Bündel hier, ja. Flussfische. Kann man irgendwo gucken? Spezialitätsfische. Kann man irgendwo gucken, was das für Fische sein sollen? Hummer, Garnele, Schnecke. Ja, wenn du drüber gehst. Muss ich dafür... Ja gut, ich spiele überwiegend mit Controller, deswegen... Ach so, vielleicht musst du dann... Muss ich dann die Maus mal benutzen. Mit dem Controller drüber irgendwie? Eine Sardine, Thunfisch, Schriftbarsch, Forellenbarsch. Buntbarsch. Die meisten davon habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, das ist deins. Forellenbarsch, Karpfen, Zwerchwälzen, Stör. Geil. Stör mich nicht. Nachtfischen. Ja. Brasche und Aal ist kein Problem, aber ein Glasaugenbarsch habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ach du Scheiße. Und jede Menge Crab. Ja. Was ich noch nicht machen kann, weil, ja, ich bräuchte dafür Stahl. Nein, nicht Stahl, sondern Eisen. Mhm. Es sei denn, ich gehe beim Level-Up auf Stufe 5 vom Angeln, würde ich auf was anderes gehen. Mhm. Hey, Alte, willst du eine Beere? Was habt ihr alle gegen Bären? Morgen ist der Tanz, nicht vergessen, gell? Ah, okay. Dann müssen wir hin. Ja. An einem Mittwoch. Ja. Ich glaube, es hackt. Da stand, ich darf jemanden mitbringen. Ja, dann ist die Frage, darf man sich das aussuchen, mit wem man da hingeht? Keine Ahnung. Würdest du dann die Dingsbums fragen? But of course.
Natürlich, natürlich würde ich dann die Dings bumsen. Ich habe mein Schwert noch nicht ausgerüstet. Böses Viech, was ist denn hier los? Hm? Bist du in der Höhle? Ich bin in die Mine gegangen gerade, ja. Achso. Ich wollte es dir gerade erzählen, aber ich wurde gleich angegriffen, als ich hier rein bin. Du kannst das Eisen doch einfach kaufen. Ja, aber... man kann ja auch nur die Erze kaufen. Das wäre ja dann... Oh. Ich finde persönlich, das wäre ziemlich teuer. Oh, da hat irgendwie gerade kurz mein Spiel gerockelt. Oh. Da wäre mir jetzt fast der Fisch hier entkommen, deswegen. Das geht ja nicht. Kling. Und wir haben schon mal eine Sardine. Ah, mein Stein läuft weg. Böser Stein. Böser Stein. Also Aal, Sardine, das sind alles, das ist kein Ding. Seetang. Ein Angler-Snack. Und eine Dose Cola. Auch gut. Aber warum liegt die im... Vor allem, warum ist sie voll und liegt im Meer? Ja. Yeah. Wollte jemand nicht. Oh, schnell hier runter. Da hat sich immer gesagt, fick dich Kommunismus, fick dich Zeug, Kapitalismus, Zeugs. Hering. Irgendein Ismus. Massiver Fang. Okay. Xgamer101, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Die Musik hat gerade irgendwie super gepasst. Ich habe sie erst gar nicht gecheckt. Komm schon, hätte ich hier eine Belohnung bekommen. Huch. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Noch eine Sardelle. Noch eine Frikadelle. Machst du das Fischbündel? Ja, ich arbeite da schon so leicht dran, ne? Also wenn ich jetzt hier fertig bin, gehe ich wahrscheinlich gleich nochmal hin und gebe ab, was ich abgeben kann. Ja. Zumal Muscheln und sowas. Ist ja easy zu bekommen. Ich habe Monsterfleisch für dich. Köder. Ja. Am wichtigsten... Aber die Musik hier ist voll schön. Am wichtigsten wäre halt wirklich Eisen. Eisen ist aktuell... Mhm. Bräuchten wir für so viele Dinge eigentlich. Auch für den Sprinkler, den ich haben will. Nö. Okay. Ich liebe die Mine irgendwie, die ist so cool. Aber dann kommt auch ein Händler, bei dem man seltene Dinge kaufen kann. Aha. Cool. Stimmt, ich mein Hol hat mir davon erzählt. Auf einmal ist der Fisch tot, es hängt am Ende meiner Leine. Das ist ein dead Fisch. Der hat schon aufgegeben. Ist die Musik zu laut oder ist es okay? Auf einmal kommt hier Musik in der Mine. Denk dran, du musst bald raus. Es ist gleich 22 Uhr. Oh fuck, ja. Stimmt. Nicht, dass du in der Mine zusammenklappst. Ich glaube, ich klapp hier zusammen. Alle. Okay, gut. Was war das? Ach, da lag Kohle drin. In der Nähe vom Zauberer. Also sollte man sich da in der Nähe auch regelmäßig mal umschauen. Beim Zauberer? Ja, da in der Nähe soll irgendwie generell mal so ein Händler auftauchen, der ihm cooles Zeug verkauft. Cool. So, ich esse den Lauch jetzt pur, damit es mir besser geht. M13EA12A. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Lecker Lauch. Lecker. Gut, dass wir nicht im selben Zimmer schlafen. Ja. Ich meine, du hättest ein Problem, damit ich immer nach Fisch rieche und du hier ein Problem, dass du nach Lauch riechst und besoffen bist. Also. Nach Rauch. Ja, besoffen und nach Lauch. Nicht nach Rauch. Das ist eine schlimme Kombi ist da. Ja. Kann man hier eigentlich? Nee. So. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Doch, oh, das hat mir aber einen Schrecken gemacht. Ah, hier eine Muschel habe ich. Schnecken und Krabben. Ach, lass mich doch in Ruhe. Scheißviech. Oh, doch, die andere Muschel habe ich auch. Haben wir schon mal so, habe ich noch was? Ich muss was essen. Nachtfische. Mir ist zwar nicht wirklich bewusst, dass der Aal ein Nachtfisch ist, aber okay. Warum nicht?
Nee, das. Achso, ups, falscher Fisch. Hering? Nee. Okay. Ich wollte jetzt unbedingt auf eine nächtliche Minenexkursion gehen. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Wo ist denn die. Ach, hier. Ich habe ja Essen dabei. Es geht schon. Wieso ist es denn schon so spät? Ah, there we go. Egal, du kannst Nacht fischen, das ist super. Naja, ich habe Nacht gefischt, also ich habe jetzt ein bisschen was. Ich muss nochmal einen anderen Angelort aussuchen. Damit ich mal ein paar andere kriege. Hoffentlich falle ich nicht um. Ich muss nur noch um ein Stockwerk runter. Ah, hier ist die Leiter. Geschafft! Ja, wir sind jetzt bei 20. Ich meine aber, ich müsste das denn auch machen. Also ich müsste dann auch auf 20. Ach so? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich müssen wir gleich mal ausprobieren. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich habe ein neues Schwert bekommen. Cool. Geil. So, und den Rest verticken. Das habe ich doch schon. Jetzt habe ich das gleiche nochmal bekommen. Das kannst du haben. Cool. Du hast ein neues Schwert bekommen. Hallo, Nincat. Pack mal die. Oh. Okay, klapp ich halt hier vor der Truhe zusammen. Ich wollte zwar nur noch mein Zeug weglegen, aber gut, klapp ich halt hier zusammen. Sammeln Stufe 2. Ich kann Überlebensburger wir machen. Wir haben 15.000, ach, insgesamt 15.000 verdient. Okay. Hier, jetzt ist die Frage. Ich könnte jetzt bei Fischen Stufe 5. Fische sind 25% mehr wert. Oder ich könnte natürlich für die Krabben, die wir halt auch brauchen, könnte ich die Güter runtersetzen. Das heißt, wir brauchen dafür kein Eisen, sondern Kupfer. Hm. Was auch wiederum mehr Profit ist, weil ich die Dinger jeden Tag ausleeren kann. Mm. Deswegen, ich glaube, ich nehme doch lieber den Fallensteller. Weil 25% mehr Wert ist dann... So rückblickend betrachtet, ist das, glaube ich, doch cooler. Okay, dann mach das. Im Chat werden jetzt alle sagen, was? Neuer Erfolg, Grünschnabel. Cool. Weil ich kann jetzt nämlich... Nee, nicht treppen. Jetzt werde ich mal kurz die Auflösung ändern. Ich weiß nicht, wieso der die falsch gemacht hat. Aber sowas kommt vor. Das wissen wir ja. Das passiert. Das passiert. So, dieser Baum geht mir schon seit längerem auf den Sack. Moment. Hallo, wer war los? 25 und 2, das heißt, Tetra, wenn ich jetzt Trulala. Haben wir noch ein bisschen Holz über? Das ist auch so eine Trulala. Ich bin gerade noch bei Auflösung einstellen. Also, ich habe noch 14, das ist jetzt nicht so viel. Warte mal. Gucken wir mal. Ich hab's kaputt gemacht. Ich pack mal ein bisschen Zeug weg. Wieso bist du denn... Hä? Verbindung zum Server wurde beendet. Ich hab dich rausgeschmissen. Ups. Okay, cool. Ich bin auf die falsche Taste gekommen und hab dich rausgeschmissen. Du bist jetzt bei mir auch nicht mehr in Steam. Also ich kann dich jetzt gerade... What? Hä? Du bist gerade... Jetzt bist du wieder da. Aber ich kann deinem Spiel nicht beitreten. Ja, du kannst gleich wieder. Ich mach grad nochmal neu auf. Ach so. Ich hab mich verklickt, sag ich doch. Ah. Keine Panik, alles gut. Ja, wurde ja gespeichert eben gerade. Ja, ja, die Auflösung war gerade komplett für den Arsch. Und hat mich irgendwie, also ich bin mit der Maus abgerutscht und dann habe ich dich rausgeschmissen. Empfehle dir die Recycle-Maschine, da muss ich auch mal gucken. Man kann ja einige Sachen tun, nicht? Jetzt. Ah, jetzt müsstest du wieder reinkommen. Nee, noch nicht. Ich kann aus irgendeinem Grund zuschauen. Jetzt schau zu. Jetzt kann ich beitreten. Zuschauen ist bestimmt genauso lustig. Bestimmt. Das rockt bestimmt. Du kannst ja dann so tun, als würdest du auch was machen. Oder? Ich kann so tun, als wäre ich hilfreich. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Gut. Ja, ich muss jetzt halt nochmal die Köder neu bauen.
Oh nein! So wegen mir musst du die Köder neu bauen. Ja, weil der Tag ja im Grunde resettet wurde. Ach ja. Aber ich lag noch im Bett. Da hast du schon was gemacht jetzt, oder was? Also. Auflösung stimmt immer noch nicht ganz. So. Jetzt. So. Ah, hier. Herrschaftszeiten. Jetzt. Herrschaftszeiten, ja, moa. Oh, heute ist ja das Fest. Oh, stimmt ja. Eroshiva, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Ach ja, ups. Lol, meine Fischerfähigkeit wurde resettet. Nein! Jetzt muss er so eine Nacht warten. Entschuldige. Aber das war doch ein Tag vorher. Ich weiß auch nicht, es wird ja gespeichert danach, die Fähigkeitsauswahl. Ja. Vielleicht hat er genau das nicht gespeichert. Ups. Ja gut, ich gehe schon mal in die Stadt. Das ist meine Art, um dir zu sagen, dass ich das scheiße fand, was du ausgewählt hast. Du sollst das andere nehmen. So, warte mal. Wo ist jetzt dieser Tanz? Wann? Wo? Um 2, glaube ich. Ach so, das ist jetzt noch gar nicht. Nee, das ist noch nicht. Hast noch einen Moment Zeit. Moment. Ja, mach ich das, was ich am besten kann. Fischen. Leuten auf den Piss gehen. Keine Zeit zum Plaudern. Hier, hab Harz. So. Komisch, irgendwie ist heute der Wurm drin. Na, ja, so ein bisschen. Jetzt komm schon. Jetzt passt's, oder? Jetzt passt's! Menschenskinder hier. Okay, Blumenkohl ist noch nicht fertig. Ha, ich hab mich auf die Lautstärke-Taste gesetzt. Laut! Schwarzbarsch! Ich sag ja, heute ist der Wurm drin. Aber irgendwie nur bei mir mit meinem Ton und Bild. Blumentanz hat begonnen im Wald. Im Wald? Wo? Im Wald. Wo? Auf einer Lichtung. Wäldchen vielleicht. Schnell! Wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wo gibt's Biergärten? Hoffentlich Bayer. Hier ist ein Spielplatz. Da will ich nicht hin. Da stand was von einem Wäldchen. Wo sind wir denn? Der Tanz ist links unten auf der Map. Also gehen wir nach links unten. Echt? Links unten, ja. Also da beim Zauberer auf der Ebene, oder wie? Ich will nicht beim Zauberer tanzen, der ist verrückt. Aber da müsste es sein. Right? Willst du mit dem Zauberer tanzen? Oder wo? Ich muss unten links, das müsste ja beim Zauberer-Dude sein. Ich dachte da oben, wo steht Wäldchen, aber kann auch sein. Nee, also ich gehe mal, mein Tanz ist links unten auf der Map. Und da wir dann dieses Wäldchen nicht können, gibt es ja nur die Option da. Okay. Von unserer Farm aus südlich. Ich glaube, der Willi geht da auch gerade hin. Folge ihm. Ja, ich bin richtig. Warten auf die anderen Spieler kommt er jetzt. Komm zu mir. Okay, X-Gamer, was laberst du da? Das ist nicht unten links, das ist einfach nur unten. Oh. Komm her. Ja, ich lauf doch schon. Ich kann nicht so. Ich kann nur. Sorry. Ja, das ist da auf dem Weg zum Strand. Oh, da war ich doch gerade eben. Du musst eigentlich nur ganz runter und links an den Häusern vorbei. Also, gerade warst du doch noch hinter mir. Ja, denn. Ne. Bis du kommst, sind die fertig mit Tanzen. Ja, ja, ist ja gut. An den Häusern links. Ah, du warst doch gerade da. Halt! Hä, wo? Links! Wieder hoch und dann links. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Ja, ja, halt! Links! Runter! Ja, stopp, links! Ja. Gut, hier? Ach, da! Ja, links. Da links. Geht's lang. Ach links. Du Scheiße. Okay, ja, ist ja gut. Geil! Ist ja geil hier, du. Aber hier waren wir sowieso noch nicht, fällt mir mal so ein. Nee. Oder vielleicht waren wir hier, aber haben uns nur verlaufen gehabt. Brotkrümelig, ja.
Saisondeko. Saisonpflanze. Oh, wie cool. Oh, wir müssen mehr Geld machen. Narzisse, die brauchen wir für das Bündel. Ich nehme mal eine mit. Wo ist denn... Da ist einfach ein Eichhörnchen. Die Scheuche. Da ist einfach ein Eichhörnchen durch die Gegend. It's a turkey. Wir brauchen eigentlich noch eine Vogelscheuche. Aber die ist so teuer. Ja, ich glaube, das kriegen wir besser hin. Ja. Und für Deko will ich auch nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe eine Narzisse mitgenommen, das okay, passt man schon. Kann ja hier noch mit den Leuten schnacken. Oh Gott. Wirst du heute tanzen? Ja, ich denk mal. Such doch mal die Blauhaarige. Ich hab schon, aber sie sagt nichts. Oh. Also, ich kann sie jetzt nicht irgendwie einladen oder so. Vielleicht hättest du das vorher machen müssen. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Ja, dann schicke ich dir gleich den Chaso hoch. Haley übt ihren Tanz. Ich snack mal sowieso hier gerade mit jedem. Ja. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, hier so alle auf einem Platz zu haben. Die Abigail will nicht tanzen, sie findet das peinlich. Und er ärgert sich, dass er seine Angel nicht mitgenommen hat. Genieße die Aussicht. Und hier ist der Abenteurer-Dude, ist auch nicht schlecht. Ja, wie kann ich denn jemanden... Was hat denn der hier für Blümchen? Aber man muss die Cars zweimal anreden. Ah. Meine Mama zwingt mich dazu. Ich bin Allergiker, das ist ganz schlimm hier. Oh nein, sie hat abgelehnt. I got denied. Ey. I got friendzoned. Oh. Du hier. Meine Mama zwingt mich dazu, das sagt die Ewige. Mit mir will sie auch nicht tanzen. Ich überlege gerade, wen könnte man denn noch fragen? Ich könnte sie hier fragen. Ach komm. Der Sam mag Blumen. Igitt nein. Ja, wow, geil. Die erste sagt nö, die zweite sagt Igitt nein. Bin ich wirklich der so Sam abscheulich? Sagt auch nächstes Jahr. Oh Mann. Gibt's hier sonst noch jemanden in einem heiratsfähigen Alter? Ich werde ehrlich sein, ich will nicht mit dir. Wieder einfach nur. Nein! I just got friendzoned left and right. Oh nee, den finde ich eklig. Mit dem will ich nicht tanzen. Sonst ist hier kein hübscher du, mehr. Tut mir sehr leid, aber ich habe schon zu. Kann doch nicht wahr sein. Was ist mit dir? Penny, okay. Penny auch nee. Oh Mann, was seid ihr denn für Arschgeigen? Die wollen alle nicht mit mir tanzen. Aber nein. Demetrius. Das Spiel ist doof. Voll doof. Alter. Komm mir hässlich vor und fett. Keiner will mit mir tanzen. Hey, Penner. Linus, willst du mit mir tanzen? Jetzt frage ich schon die Mädchen. Ich frage schon die Dudes, was soll ich denn sagen? Er hilft ja nichts. Ey, komm, das Zeug ist scharf, kaum. Vincent möchte gerne die Blumenkönigin sein. Ich will nicht mit dir tanzen, das Einzelhändler. Nein, der ist alt. Nuga, danke für den Bit. Wow. Die ist auch alt. Jede Frau. Ah, die habe ich noch nicht gefragt. Selbst der Schönling will nicht mit mir tanzen. Sag jetzt nicht nein! Hilft ja nix. Sonst will ja keiner. Aber ich hab gesagt, es hat nichts gebracht. Hä? Nicht? Nee. Hui. Ich hab ja gesagt, aber es hat nichts gebracht. Echt? Du brauchst zwei Herzen zum Tanzen? Oh, come on. Ach so, deswegen ging's nicht. Deswegen will keiner mit mir tanzen. Oh. Ich hab mich mit den Leuten noch gar nicht viel unter... Oh, der Wirt, der könnte mich mögen. Ja, bei dem hast du ja getrunken. Ja.
Aha, die war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin. Gib halt an. Jetzt kann ich auf irgendwie mit niemandem mehr reden. Ja, ich muss jetzt anfangen. Ah, wir tanzen Ach doch so, zusammen. okay, tanzen wir doch zusammen. Sehr geil. Okay, muss ich jetzt was können dafür? Nee. Nur in die Hocke gehen. Wait, Das machst du aber echt toll. tanzt meine Angebetete da gleich mit diesem fucking Einzelhändler? Wo ist sie denn? Neben dir, rechts neben dir. Ah! Ah nee, sie tanzt gar nicht. Oh, okay, gut, dann mach, was du willst. Sie ist da ganz oben. Ich hab sie da oben gar Ah! nicht gesehen zuerst. Ja, die hat ja gesagt, dass sie das peinlich findet. Ja. Ja, ich glaube, wir haben wirklich ein bisschen Spaß da, Klammer. Das hat Das hat Spaß Spaß gemacht. gemacht. Ich wurde vom gesamten Dorf gefriendzoned. Das war echt nicht schön gerade. Nee. Ich komme mir echt blöd vor jetzt. Ich geh mich besaufen. Ich komme mit. In die Bar Okay, es ist saufen. echt nicht nett. Nee. Hallo, Zockerboy. Das ist Gar doch. nicht nett. Du brauchst 2 Herzen. Blöde Scheiße. Wer bist Weißt du? du? Also, ich geb dir Caroline. fucking Frust in Blöde Alkohol Caroline. trinken. So hier. Es ist verschlossen. Noch leck mich doch am Keiner Arsch. mag mich. Es ist Wo mit. kriege ich jetzt ein Wo Bier kriege ich her? jetzt meinen Alkohol her? Hase! Alter. I'm so fucking peeved. Um 11 Uhr am Abend hat die Bar zu. Ist ja doch vorher schon zu. Ich breche jetzt bei Leuten ein. I'm so sick of this. I'm so sick of your bullshit. Ich gehe zum Zauberer. Vielleicht will der ja tanzen. Ich gehe Und angeln. trinken. Ich gehe angeln. Ich gehe so lange angeln, bis ich einfach K.O. sterbe. Ich glaube, wir sind noch im Frühling. Ja, wir sind noch im Frühling. Aber das spielt doch alles keine Rolle mehr. Das ganze Dorf hasst mich. Mich doch auch. Ich halt ins Bett. Scheiße hier. Ich gehe so lange angeln, bis ich irgendwann einfach zusammenbreche. Ich könnte auch in die Mine gehen. Wenn sie mich dann leblos im Wasser finden, haben sie selber Schuld. Ich konnte die Sachen nicht gießen, weil die mich abgelenkt haben mit ihrem scheiß Tanz. Grünalge. Kein Wunder, dass ich allein bin. Ich angel nur und esse Alge. It's fucking depressing. Oh, da ist ja schon was fertig. Oh, schön. By the way, ich zieh das durch. Ich gehe jetzt so lange angeln, bis ich umfall einfach nur. Umf. Ist mir scheißegal. Blödes Jetzt ist Dorf. alles so Blödes schlimm. scheiß Bauern nehmen. Hätte mich alle für so viel besser. Ja. Ich habe Blumenkohl geerntet und jetzt gehe ich ins Bett. Scheiße. Hallo Katze, wenigstens du bist da. Was für ein Tag. Sehr, Oh. sehr deprimiert. Hey, Magnum Killer. Und swap. Blöde Scheiße. Müssen wir warten, bis er umfällt. Oh fuck, gib mir den Fisch noch. Da war eine Truhe bei. Okay. Yes. Und I die. Kopf ins Wasser. Nicht Blub, sterben. blub, 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 Gott. blub, blub. Cool, ich kann meinen Überlebensburger 24. wieder Tag machen. im Frühling. So, ich mache jetzt wieder das hier. Hofarbeit. Oh, guck mal, ich habe ganz viel mit den Dings gebracht heute. Mit dem Blumenkohl. Ja, doch, Blumenkohl. Life sucks. So, guten Morgen. Heute ist ein Moin. neuer Tag. Heute werde ich mir Freunde machen. Ja, letzte Fach gefunden habe, ohnmächtig hätte jemand deine Taschen durchsucht. Ich habe keine. Was? Hi, ich verkaufe eine Hütte, okay? Stups. Komm zu alten Alpenhaus, Stups. Bring Münze. Hutmaus.
Man hat mir offenbar Zeug geklaut. Was? Als ich leblos aufgefunden wurde. Nein! Aber Papa hat uns Geld geschickt. 500 Gold. Cool. So, Das hat uns... Ach, das hat uns unser Opa eigentlich hinterlassen. Cool. Opa ist mir immer noch unheimlich. Das möchte ich nur mal so sagen. Aber er hat uns 500 Gold geschenkt. Schon geil. Schon cool, schon Töfte. Töfte. Nein, nicht den Blumenkohl essen. Oh, cool, eine Eichel. Haben wir nicht eine Eichel gebraucht für irgendwas? Ja, ich glaube. Weil ich gehe gleich bald. Okay, ich hab's geschafft, mein Inventar voll zu machen. Komm mal her, ich schenk dir ein Schwert. Ich habe aber auch ein volles Inventar. Ach so, aber ich habe ein Schwert für dich. Ich muss erstmal. Ja, warte mal, dann lege ich mein altes hier mal weg. Vielleicht muss ich das. Ich glaube, ich muss das in die Kiste. Ja, ich muss es in die Kiste tun. So. Bitteschön. Cool, Stahlkurzschwert. Nice Sache. War mal noch eine Nachricht? Wait, what? Falsche Kiste. Hä, wieso haben wir gerade Geld gemacht? Alles liebe Mama. Ach so, cool. Wenigstens Mama vermisst mich. Gibt's da nicht mehr Lagerplatz? Ey, wir haben schon voll viel. Wir haben schon extra mehr gekauft. Ich meine, wir können auch einfach mehr Truhen bauen. So, ja, ist ja nur nicht. Und überall im Dorf verteilen. Nur noch... Ist das hier nicht das alte Haus? Kommt zum alten Haus und bring Münzen mit. Altes Münzen habe ich jetzt keine. Ja, ich weiß auch nicht. Ha. Aber der will ja anscheinend eh nur Geld haben. Also, ich habe kein Geld. Nein, ich habe kein Geld. Oh nein, Vater kocht heute das Abendessen. Da sie ist ja gut drauf. Ich bring mal den super guten Blumenkohl zu den Viechern. Ah. Ja, ich muss da jetzt auch hin. Ich wollte halt nur kurz mit perfekt. Abigail sprechen, damit sie mich weiter ignorieren kann. Ich glaube, das ist echt ein ganz schönes Stück Arbeit mit der. Ich glaube generell. Ja. Generell ja. Leute dazu zu bringen, dass sie dich mögen. It's not as simple as task. Deswegen gibt es jetzt den Multiplayer. Da ist man nicht mehr ganz so allein. Nope. Das ist der. Ach, wir brauchen noch das Hartholz. Stimmt. Alle. So, was fehlt mir jetzt hier noch? Ein Glasaugenbarsch. Nachtfische. Ha, okay. Easy. Pilze. Okay. Morcheln. Morcheln. Mhm. Ozeanfische. Kokosnuss. Wo kriege ich denn jetzt eine Kokosnuss her? Und die Frage ist eigentlich, wer hat die Kokosnuss geklaut? Mhm. Sowieso immer. Perfekt. Hier, Blumenkohl. Aber ich habe so einen guten. Ach, scheiße. Oder gibt es vielleicht noch einen Task, wo man nur gutes Zeug braucht? Hier, aber... kein Blumenkohl. Ah, shit, das ist keine Eiche. Okay, dann. Na gut. Dann, egal. Shane und Pam sind recht einfach Herzen zu bekommen. Gib denen einfach Bier. Ja, super. Ich wollte schon immer mal Freunde mit den Suffköppen der Stadt sein. Yay. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das könnte ich auch mal probieren mit dem Bier. Hey, Dude, willst du Harz? Ich mach mir jetzt Freunde. Hui. Ich versuch das auch immer. I fail. So in echt kaufst du dir Bier und sprichst irgendeine Person in der Stadt auf der Straße an. Hier. Hier, willst Bier? Bist du jetzt mein Freund? Können wir jetzt Freunde sein? So, ich bring jetzt nochmal was zum Dings hier, zum Museum. Ich meine, wir müssen immer gucken. Ich meine, wir haben aktuell gut Geld. Eigentlich müssen wir mal zusehen, dass wir da ein bisschen was draus machen.
Die Frage ist, was? Eine Küche kaufen. Das können wir sogar tun. Ui. So, Starfish abgeliefert. So voll unerwartet. Ui. Ich mach jetzt eine Geode auf. Vielleicht ist da ja eine Küche drin. Du erwartest immer noch, dass einfach mal so, ne? Ja. Ach, Steine. Blöder Busch. Was ist das? Kacke. Nee, Schlammstein. Man, hier ist so viel Holz. Kann ich das nicht einfach aufsammeln und benutzen? Ich meine, warum nicht? Versteinerter Schleim. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Kein Platz mehr. Ich glaube, ich erkunde heute einfach nur mal ein bisschen was und... Beziehungsweise ich werde einmal jetzt mein... Möwen! Ich werde einmal meinen Krabbenkorb ins Wasser schmeißen. Dafür muss ich aber... Das ist nicht der Gunther. Was, du trinkst nur Augustiner? Ich finde ehrlich gesagt, also ich persönlich mag das Augustiner gar nicht so. Ich mag lieber Paulaner oder Hacker oder sowas. Witzigerweise, ich bin so überhaupt kein pur Biertrinker, witzigerweise. Ich meine, ich trinke Alkohol an sich schon, aber Bier, finde ich, schmeckt mir so absolut nicht. Ich weiß nicht warum. Das hatte ich früher auch und irgendwann hat es mir dann geschmeckt. Weil meistens, wenn ich irgendwo bei jemandem zu Hause war, gab es halt nur Bier. Dann musste man das nehmen, was da ist. Ja, genau. Dann irgendwie habe ich... Irgendwann hat es mir dann geschmeckt. Wie mit dem Whisky. Ich mochte früher keinen Whisky, inzwischen trinke ich total gern Whisky. Oh, Whisky mag ich. Whisky ist voll mein Ding. Aber ich musste mich da auch erst dran gewöhnen irgendwie. Naja, und halt auch den guten. Ich meine, so mit 16, da trinkst du halt jetzt auch nicht den besten Whisky. Nee, da trinkst du den, den du in die Hände bekommst. Ja. Und das ist dann echt ein krasser Unterschied, wenn du dann halt so einen richtig guten mal bekommst und dann... Ja. Bei mir war ja das Witzige, das erste Mal, wo ich getrunken habe, wirklich, also so richtig getrunken, da hatte ich kein Blackout oder so. Es war einfach nur, mir war einfach nur schwindelig. Du wusstest nicht warum? Was ist los? Na doch, ich wusste warum. Ich habe gesoffen wie so ein Loch. Ach so, okay. Also, mir war schon bewusst, warum. Also so ist das nun nicht. Wieso ist das? Ach, hier ist der. Ja, stimmt. Ich war so abgelenkt. Und dann hat man halt so mal alles Mögliche ausprobiert. Von Met bis, ja, Gin und hast du nicht gesehen. Ah, Gin ist gut. Ja, ich liebe Gin. Was habe ich denn hier aufgesammelt? Also zum Mischen ist für mich Gin das Beste. Ah, wilder Meer. Ich habe wilden Meerrettich gefunden. Aber auch nur den guten, sonst kriegt man Kopfweh. Also ich neige dazu, von ja, schlechtem Alkohol Kopfweh zu bekommen. Also auch wenn ich halt nur einen Cocktail trinke oder so, habe ich dann direkt schon Kopfweh, wenn das kein guter Alkohol war. Ja, gut. Das ist irgendwie total... Also was ich gar nicht mehr irgendwie trinken kann, ist Wein. Ich trinke irgendwie ein halbes Glas Wein, habe Kopfweh. Okay. Das ist total heftig. Oh, Demosaufen. Da habe ich Behrensen getrunken. Big mistake. Behrensen ist ein Teufelszeug. Das ist furchtbar. Ach komm, der hat jetzt schon zu. Ich bin hier noch nie fertig. Ja, die Zeit fliegt in diesem Spiel, also. Der ist in der Bücherei. Ja, ich war irgendwie, ich habe ein anderes Gebäude gesucht gerade. Guck jetzt hier mal gerade im Fluss, was man hier so finden kann an Fischen. Und ich habe mir gerade noch vorgestellt, wie das dann war. Bei dir, wenn du dann so total getrunken hast das erste Mal und dir einfach nur schwindelig war in deiner Erinnerung und in Wirklichkeit war es halt komplett anders, dann bist du hingefallen. Nee, tatsächlich nicht. Ich das ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Okay. Also ich hatte wirklich meine Erinnerung und alles noch bei mir. Ich hatte auch noch nie in meinem Leben Filmriss. Ich hatte das, glaube ich, einmal, aber auch nur so ganz minimal. Sekunde mal kurz. Hatten wir es nicht eben von wegen Hütte? Ja.
Found Hast du sie Hütte. gefunden? Ich hab ne. Wo? Hier, wo ich gerade bin. Hier gibt's Zeug. Hey, yo, Stups. Hast du Ui. Münze gebracht? Gut. Ich verkaufe Hüte. Was? Ich habe hier einen kleinen Shop gefunden, der drei Hüte verkauft. Ich komme. Ist auch geschwefelt, verträgt nicht jeder bei Wein. Früher konnte ich Wein trinken, aber irgendwie Gute alte mittlerweile. Kappe. Ich will aber keinen Weißt Hut. du, nur so zum Essen halt ein Glas. Kannst du vergessen. Und wir haben so richtig teuren Wein da irgendwie. Haben die Leute angefangen, für 20 € uns Wein zu kaufen. Da steht halt jetzt hier irgendwie 5 Flaschen. Du Scheiße. Ist halt echt scheiße, ja. Und ich weiß halt, wenn ich es trinke, habe ich Kopfweh. Deswegen. Aber es ist halt auch so guter Wein. Ist auch schade. Bin falsch gegangen. Also da, wo es zum Tanz ging eigentlich, da ist das ja. Ah, okay. Ja, ich hoffe immer, dass es irgendwann wieder weg ist und ich einfach ganz normal ein Glas Wein zum Essen trinken kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Ich kann nur weißen trinken, bei Rot habe ich Kopfweh. Ich habe nur roten da, weil ich tatsächlich nur roten mag. Ich bin kein Weißweintrinker. Ich habe tatsächlich gar nicht so Irgendwas viel Alkohol im falsch. Haus. Ich habe noch eine Flasche, also eine halbe Flasche Jack Daniels Tennessee Fire. Der ist mit Zimt, der ist super lecker. Ja. Dann habe ich, es ist dunkel, ich würde gerne nach Hause, aber ich finde den Weg nicht. Ich will zu der Hütte. Ich bin gleich da. Ich glaube, vielleicht ist sie ja morgen auch noch da. Hoffentlich. Gefunden. Nee. Da! Oh. Ist ja gar nicht so alt. Sogar keine Möb. Aber ist zu. Mann. Jetzt habe ich den ganzen Tag gebraucht, die blöde Hütte zu finden. Jetzt ist sie zu. Ich warte mal lieber ganz kurz, weil ich weiß jetzt nicht mehr. Hast du dich verlaufen? Nee, ich bin jetzt wieder. Ich bin zu Hus, aber. Die Hütte bleibt jetzt. Okay, also da kann man immer hin. Ja, ich glaube auch. Uah. Oh, ist das warm heute. Ja, auf jeden Fall. Bei uns irgendwie an die 32 Grad gerade. Ich hab Stufe 4 bei Hofarbeit bekommen. Nice. Plus Gießkanneneffektivität, plus Hackeneffektivität. Plus Hacken. Ich kann einen Eisenzaun herstellen. Ein Einmachgefäß. Oh geil, ich kann Marmelade machen. Boah, geil. Und ein Hydrogel. Okay, was auch Hydropumpe. immer das ist. Ist geil, ist geil. Kann man machen. Kann man schon mal so machen. Und voll viel Geld. Viel Geld. Nichts mehr ausgeben. Alles bald. So. Kikeriki, Motherfucker. Okay. Heute pflanze ich nichts mehr ein, weil ich nicht weiß, wann, ob das Zeug dann noch hält. Ich habe eine Pastinake, die kann ich noch spenden. Ich werde jetzt wahrscheinlich heute in die Mine gehen. Ah, da kann ich mitkommen eigentlich. Aber ich möchte mir noch Freunde machen. Ich muss jemandem was schenken und dann gehe ich in die Mine. Okay. Ich gehe schon mal Ob die vor, sich soweit. freuen, wenn ich Monsterfleisch verschenke? Glaub ja nicht. Okay. Ja, ich kenne mich da immer nicht so aus. Vielleicht freuen die sich ja. Vielleicht der Vielleicht Abenteurer, mögen Dude. die das hier. Ich brauche Blumenkohl. Ach komm, jetzt habe ich alles an Blumenkohl verscherbelt. Kommst ein bisschen spät. Mann. Die nehmen wir mal mit. Ist noch irgendwas, was ich mal zum Essen mitnehmen kann, zur Not? Irgendwas, was man in der Not fressen kann? Nö. Okay. 33 Grad, ja, das ist so abnormal warm, einfach gerade heute. Ja, irgendwie war es heute um 9 schon total heiß. Also total krass.
Das Problem ist bei uns, ist, die Luft steht. Also, die steht still. Oh. Und denkt sich, hi. Auch hier. Krass, nee, also hier weht schon Wind. Sebastian braucht Joja Cola. Aha. Ich hab nur keine Cola. Alles zu. Oh, da ist jemand. Dem kann ich was schenken. Wer bist du? Nee, den mag ich nicht. Dem schenke ich nichts. Okay, das ist. Ja. Das ist ein Arsch. Außerdem schaut der komisch aus. Der juckt komisch. Voll. Gibt's hier niemanden, der hübsch ist? Das ist ein Kind. Da ist ein Kind. Der da in dem Bett. Sam. Aber da kann ich nicht rein, er schläft. Braucht ich nicht sein Kind? Eine Brasche? Nächstes Jahr will ich nicht wieder mit dir tanzen müssen. Ich suche mir jetzt jemanden. Achso, Brasche habe ich schon. Weißt du, was es für ein Geschwätz gibt? Ja, doch. Hey, es ist das Bauernmädchen. Hast du neue Hosen an? Ich kann die Bündel Irgendwas noch. Machst du richtig. Was ist denn das für ein Arsch? Den mag ich nicht. Wo kann ich denn die Bündel im Menü prüfen? Ach, kann man? Angeblich. Oh. Meinte man gerade im Chat zu mir. Okay. Bei dir weht der Wind nur leicht, bei mir weht gar nichts. Hier ist einfach nur Stock. Nee, hier ist auch ganz leichter Wind. Ja. Sonst hätte ich auch heute Morgen keinen Sport gemacht. Nee, hier ist absolut schrecklich heute. Ach, man kann auch nur bei denen, wo ledig dabei steht. Ich glaube, mit denen kann man halt nur anbandeln. Humble-bundeln. Handel-bundeln. Also entweder der Sam... Der hat doch lustige Haare. Der ist auch ledig. Was mag der denn? Oder... Geil, jetzt habe ich dasselbe Schwert wie du. Weil ich das jetzt auch hier einfach... Hier ist Wasser unten? Oder der Sebastian. Ich kann hier fischen? Angeln? Cool. Ach, du stehst da ja auch ganz oben. Heieiei. Radikaler Fisch. Nein! What have you done? Was ist passiert? Ich wurde rausgekickt schon wieder. Ich hab gar nichts gemacht. Das warst du jetzt selber. Mano! Da ist Wasser in der Höhle! Ja, dann komm halt wieder. Ich bin ja noch drin. Der Tag läuft noch. Schnell! Ja, ich mach doch! Sonst ist es schon mit der Verbindung konnte nicht hergestellt. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht. Verblödete Scheißbeta, mach doch mal das, was du sollst. So, geht doch. Meine Güte. Verblödete Scheißbeta. Oh Mann, ganzen Felix, Tag verschwendet. Bist du nicht mehr der Alpha. Ganzen Tag bis jetzt verschwendet. Oh Mann, warum? Was ist wieso? Oh, Sternfruchtsaat. Ich hatte stehende Geode, Möbel. Ich krieg Geschenke. Diese stehende Geode kenne ich. Die habe ich in meinem anderen Spielstand. Das sehen sie richtig cool aus. Das sieht total cool aus. Ich muss jetzt nach Hause und mich einrichten. Ich gehe jetzt. Ja, super. Also, da ich jetzt den halben Tag ja für nichts verballert habe. Kann ich jetzt nur noch mal da runter und da ein bisschen angeln? Ich will den Sam, der hat ein Skateboard, der ist voll cool. Der ist voll cool, der hat ein Skateboard. Ja, der ist voll cool. Sam versucht sich in einem Kickflip. Wie geil. Ich schenke ihm ein... Was schenke ich ihm denn? Ich hab nix. Ich kann ihm einen Quarz schenken. Probieren wir's. Vielleicht findet er das ja geil. Du hast Sam heute bereits ein Geschenk gegeben, aber das wollte er ja nicht. Ja, das er macht mag nix. Mich nicht. Scheiße.
Scheiße. Okay, Grünalge. Angler-Snack. Na komm. Okay, dann gehe ich jetzt jeden Tag beim Sam vorbei und versuche ihm was zu schenken. Oh, fuck. Hör zu hoch. Der hat ein Skateboard. Dolph, bist du's? Ja, ich glaube auch. Der hat ein Skateboard, den mag ich. Der ist cool. Ein indischer Glaswels? Was? Hab ich gefangen hier unter der Erde. Cool. Du machst ja Sachen. Ich hab Müll geangelt. Und jetzt lese ich noch irgend so einen anderen Kram. Ups. Ich hab nur das Plätschern gehört. Ich dachte, das wäre ein Fisch. Boah, Mann. So, warte mal. Und dann auf das Symbol. Welches Symbol? Ach, ich kann ja komplett umbauen. Sammlung. Ah, das finde ich gut. Dann bauen wir hier mal um. Ach, aber das Bett kann ich nicht nehmen. Hm. Echt jetzt? Fällt mir den Baum? Was? Das Einzige, was ich jetzt wirklich woanders hin tun wollte, kann ich nicht woanders hin tun. Grrr. Machen wir das. Yeah. Ihr meint ihr das hier? Ups. Ha? Kann man den drehen? Ah ja. So vielleicht? Richtet. Ach, den kann da! Den kann ich nicht drehen. Ach, hier kann ich das gucken. Was denn? Bezüglich hier. Ja, ich kann aber nur den einen gucken, richtig? Was guckst du denn? Man kann angeblich hier das Gemeinschaftszentrum. Ich kann hier aber nicht durchswitchen. Ich kann nur den Handwerkerraum machen. Mhm. Aber ja, das geht. Man kann das hier prüfen. Okay, also den Fernseher und den Kamin kann ich nicht woanders hinstellen. Hm. Muss ich jetzt in deine Wohnung kommen und Zeug umstellen? Ich glaube schon. Dann machen wir das halt so. Oben sind Pfeile. Falls du es nicht bemerkt hast, da habe ich gerade drauf geklickt. Nothing happened. Ja, das ist schön. Kerze wieder auf den Tisch. So. Weißalge. Mhm. Ist Weißalge genauso gesund wie nicht so Weißalge? Wie farbig Alge? Schwarzalge. Okay, aber hier unten der See ist doof. Wieso ist hier so viel Müll? Wie kommt hier Müll hin? Das war ich. Ach so. Ich war da doch schon. Ja, eben. Ganzen Müll einfach ins Wasser geschmissen. Genau. So bin ich halt. Unhöflich. Wow, 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 wow. Das finde ich ganz schön. Heftiger Fisch hier. Ja, irgendwie gibt es hier nur... Ich habe meinen letzten Köder verbraucht. Oh, shit, ich brauche also neue Köder. Ich habe den ganzen Tag in der Wohnung rumgestanden und mein Haus neu eingerichtet. Und auf einmal war es Nacht. Ah, ich habe keine Köder mehr. Das heißt, ich muss jetzt morgen sogar tatsächlich in die Aber ich habe dir 5 Köder in die Kiste gelegt gerade. Ah, cool. Oh, ich schmeiß da jetzt alles rein. Ich brauche das ja gerade alles gar nicht. Ne, warte mal. Vielleicht können wir daraus noch was basteln. So. Hat man da nicht einen indischen... Ach, ich gehe noch ins Gemeinschaftszentrum. Ich habe noch eine Pastinake, die ich da reinschmeißen kann. Ja, ich bin da jetzt auch gerade auf dem Weg hin. Ach, perfekt. Wollen wir mal gucken, ob der indische Fisch da, ob ich den brauche. Den ich jetzt da unter Wasser, nein, nicht unter Wasser, in der Höhle gefunden habe. Oh. Wie sieht denn der aus? So... Indisch. Tatsache, brauche ich sogar.
Brauchen wir für die Spezialfische. Cool. Gut, und die anderen kann ich ja verkaufen. Ah ja, hier war das. Perfekt. Das hat wenigstens keine Öffnungszeiten. Zum Glück. Mhm. Ja, was schenke ich denn morgen dem Sam jetzt? Ne, das war unten, ne? So. Ich kenne dich kaum. Das ist nice. Das ist schön. Wie wär's, wenn du... Wie was? Ich hasse das. Ja, ich hasse Müll auch. Damit müssen wir beide leben. Aber die könnten ja auch mal vorbeikommen und uns besuchen. Ich finde die echt unfreundlich, die Leute hier. Ja, ne? Ja, ich meine, warum gehen wir immer zu denen? Die können doch mal zu uns kommen. Ich meine, die wissen, wo wir wohnen. Die können sich mal hier ein Beispiel an den Bewohnern von Animal Crossing nehmen, ja? Die sind wenigstens nett. Spaghetti. Ich habe das in der falschen Reihenfolge reingetan. Ich hoffe, das macht nichts. Man kann ja Rezepte kaufen. Rezepte für Pizza. Pizza! Ich will eine Küche! Da kann ich dann Bier brauen in der Küche. Ich hätte jetzt nichts, was irgendwie... Okay. Weißt du, kaum komme ich in die Bar, gehen sie alle. Das ist mal wieder typisch hier. Wir geben uns echt Mühe, ja? Kann man nichts sagen. So, geben wir einmal ein Bier aus. Ich habe es nur gekauft, um es auszugeben. Oh, ich bin müde. Es wird spät. Oh nein. Hast du mir ein Bier mitgebracht? Ich habe schon ausgegeben. Oh. Meine Güte, Bier ist teuer. Jesus, ich meine... Ja. Sam mag Pizza. Wo krieg ich Pizza her? Kriegst du im Salon. Okay, dann muss ich Pizza kaufen. Die Katze sitzt da falsch. Katze, du sitzt falsch. Mau. Kann ich die nicht irgendwie verrücken? Die arme Katze. Katze ist falsch. Die Katze ist falsch. Wie kann sie es wagen? Die darf da nicht hin. Ich habe da extra einen Teppich für die hingelegt. Die muss da drauf. Aber die Fische haben das Bier wieder eingetragen. Also von daher sogar plus 10 Gold gemacht haben wir da. Richtig sick. So, ach, ich habe ganz vergessen, ich habe ja jetzt Krabben-Dinger. Krabben? Ja, ich muss die mal holen gehen. Die Katze ist müde, aha. Also, ich kann ja mal die ganzen komischen Samen, die ich jetzt noch gefunden habe, einpflanzen. Vielleicht halten die auch länger durch. Das kann ich ja mal machen. Huch. Sam, kriegst du also mit Pizza rum? Ich leide Pizza sein... und Skateboard. Skateboard-Pizza. Okay. Hm. Wo sind die Samen? Samen! Samacino Sadame. Da. Gemischte Saat. Ist aber wenig. Ich dachte, das wäre mehr. Na gut, okay. Ich beschwere mich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir machen mal hier nicht den Einzelhändler. Okay, einmal gemischte Samen. Ich habe einen Seeigel gefunden. Sonst mache ich jetzt lieber nichts. Cool. Und weil ich glaube, wir haben gleich Sommer. Ich habe mein Spiegel gelitscht. Was? Ich slide gerade mit meinem Schwert durch die Gegend. Cool. Und, okay, wie? Zum Glück ist jetzt wieder alles okay. Wie geht das? Ich weiß, es war nicht schön. Sowas passiert immer, wenn ich es eigentlich nicht will. Oh, ich kann das nicht. Ich habe versucht, mich zu bewegen, obwohl ich versucht habe, mit dem Schwert zu blocken. Das habe ich gemacht. Und dann auf einmal so sliding in the 90s und so. Cool. Oh, ich brauche ein Geschenk für den Sam. Wo kriege ich Pizza im Saloon? Angeblich kannst du Sam auch Cola geben. Also einfach an der Bar kaufen, so wie ich das verstanden habe. Okay. Ach, da ist ja zu. Okay, dann gehe ich erst in die Mine. Oh, wer will denn hier jetzt wieder was? Gesucht, wir Schleimjäger. Schleimjäger zum Erlegen von 6 grünen Schleim für eine örtliche Mine. 360 Gold. Consider it done.
Okay, warte, ich will aber erstmal. Das machen wir. Hier rein. Ich hab mich, glaube ich, verlaufen. Kling. Jetzt stimmt's. Darling. Oder? Wer wohnt denn hier? Ich habe nichts, was ich dir schenken könnte, was irgendwo Sinn machen würde. Ein Haus verbrennen, habe ich gerade gelesen. Ja, ich kann dein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Es wird dich 10.000 kosten. Ah, aber die haben wir ja fast schon. Ja, 10.000 haben wir fast. Cool, dann können wir das ja echt bald machen. Das Haus wird sogar vergrößert dabei. Geil. Probably dein Haus. Ja, wahrscheinlich. Aber du darfst da auch wohnen. Du kannst dir dein Bett reinstellen. Nimm's einfach mit. Ja, steht das andere Haus halt leer. Who cares, right? Wenn wir da zwei Zimmer haben, ja, das machen wir dann als, keine Ahnung. Oh, gerade kommt so ein, oh, gerade kommt ein Luftzug. Oh mein Gott, ich spür's auf einmal. Serverraum. Sehr gut. Mag Kugelfische. Abigail mag Kugelfische? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich einen Kugelfisch herkriegen soll. Aber ihr passt echt gut zusammen, dass sie Fische mag. Ja, Quarz weiß ich. Quarz und Amethysten. Und die isst sie aus irgendeinem Grund. Still weird, but okay. Ein Heim für einen Freund. Aha. So. Boah. Und diesmal lasse ich mich nicht vom unter der Erde Wasser buddeln. Nein, ich gehe weiter runter. Wir können uns auch einen Hühnerstall oder sowas kaufen, ne? Hühner wären bestimmt auch praktisch. Ja. Vielleicht lieber sogar den Hühnerstall zuerst. Könnte praktisch sein, ja. Ich meine, Küche... Nee, das mag ich hier falsch. Küche ist ja schön und gut, aber... Hühnerstall ist eigentlich noch besser, da können wir noch mal Geld mitmachen. Eben. Und Hühner, ne, Hühner multifunktional, nicht? Und das lockt die Hühner an. Oh wow, mit diesem neuen Schwert können wir diese scheiß Maden super easy wegklatschen. Ja, ist auf jeden Fall besser als vorher. So, ich bin da. Du machst hier Lärm. Hier geht's runter, Gesundheit. Ich bin schon 22. Ich bin 23. Jesus, ich guck mich hier... Achso, da ist die Dings. Ja, ich guck mich hier... Guck mal, hier, Amethysten. 24. Ich sammle trotzdem noch die ganzen Amethysten und alle sein. Deswegen. Ja, ich will nur schnell schon mal den Aufzug freischalten für den Fall der Fälle. Ach so. Alter, diese Fliegen kriegst du mit dem neuen Schwert jetzt richtig easy platt. Ja, viel besser, gell? Alter, die halten denn ja gar nichts aus. Zweimal und gut ist. Okay, uns wurde gerade gesagt, in Harvest Moon macht man auch eher erst die, Dings, Tiere. Also was so, denn? So Tiere wie Hühner und all sowas. Ah, okay. Also ich habe den Aufzug erreicht. Ich schaue mich jetzt hier ein bisschen länger um. Ja, ich greife bis dahin. Ich bin hier 23, also bin ich so weit hinterher. Okay. Und da ich ja weiß dann, wo ich hin muss, ist das ja gar nicht mal so. Ja. Yeah. Ja, ich wollte nur den Aufzug haben. Ist ja auch richtig so. Dann haben wir nämlich das schon mal safe und das ist irgendwie... Ich greife dann erleichternd. Den letzten Rest. Was man noch so oh, brauchen. Hier sind zwei. Ach, diese blöden Viecher, die nerven mich so sehr. Ich gehe mal ins Wetter. Wow. Ah, yes. Kupfer. Warum soll ich für Kupfer Geld ausgeben, wenn ich denn den Scheiß auch so haben kann? Und wieso teleportieren sich diese Dickdas immer auf mich? Das finde ich echt nicht cool. Ich habe einen Pilz gefunden. Oh, cool. Sehr geil. Das hier sieht aus wie ein Lagerraum schon fast. Mit explodierendem Zeug. Cool. Schmeiß mal das Harz weg. Das brauchen wir gerade nicht.
hier sind mega viele Kisten gewesen. Mhm. Toter Slime. Die ja, ich schaue mich jetzt auch hier auf der 27 Grad ein bisschen um. Ich bin aus Versehen ein bisschen weitergegangen. Ich kann da mal was essen. Ich finde es so schwierig, wenn ich eine Leiter aus Versehen freibuddel. Ich muss sie nehmen. Ich kann nicht anders. So ein, diese blöde so ein Drang. Nehmen. So ein innerer ja, Drang voll. Einfach. Oh, ich muss dann einfach weitergehen. Ich habe hier noch Müll. Was passiert als nächstes? Hier ist zwar auch gut, aber ich kann weiter. Gehst du jetzt schon noch weiter runter? Ja. So nach dem Motto, we need to go deeper? Ja. Aber du musst ja nicht. Na, ich muss grad. Ich check hier immer noch die ganzen Etagen komplett ab, sodass wir da halt das Maximum das ist ja voll gut. An Loot rauskriegen. Das ist ja perfekt. Zumal ich brauche halt auch das Monsterfleisch, also davon mal abgesehen. Ich muss halt echt Köder herstellen, sonst komme ich halt nicht mehr mit meinen Krabben hinterher. Ja, ich gehe nur noch so ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Gehen wir mal hier runter. 25 habe ich jetzt auch. 29. Ja, Zeit haben wir aber auch noch, also von daher, ich kann noch ein bisschen. Ich sag mal, wenn du 30 schaffst, das wäre ja cool. Ja, schaffe ich. Dann sammle ich nämlich nur so weit alles ein, was ich hier finde. Ja. Und da diese komischen Larven jetzt auch nicht mehr so ein wirkliches Problem darstellen. Und dann kommt das Vieh, halt. Dann kommt das Vieh raus und ist trotzdem keine Challenge. Hui. Zis. Okay, warte. Fliegt der hier in mich rein, Arsch? So ein Arsch. Arsch. Mit Flügeln. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja auch noch bis dahin runter. Vielleicht ist ja die. Jetzt bin ich auf 30. Ja, ich komme so langsam nach. Ist ja nichts, was mich hier irgendwie. Irgendwie auffällt. Aha. Also hier unten wird es dann ziemlich dunkel. Ich wollte gerade wissen, was als nächstes kommt. Und da sind irgendwie Fledermäuse. Und die sind fieser. Okay. Gut, ich weiß Bescheid. Amethystengeil. Amethystengeil. Ja. Das ist die Abigail. Ja, aus irgendeinem Grund ist sie die Dinger. Ich verstehe sie auch nicht, aber. Ich meine, ne? Wie so ein Steinbeißer. Ja. Ich habe einen Holzknüppel gefunden. Ich habe eine fucking Keule. Geil. Mach dir noch ein paar Nägel dran. Ich hoffe, ob das geht. Warte mal. Irgendwer hatte doch heute so einen Auftrag mit erledige Monster. Rede mit Lewis. Mhm. Ja, stimmt. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich raus, aber das wäre dumm. Ich finde ihn aber dann wahrscheinlich nicht mehr, weil es dann zu spät ist. Ja, könnte sein. Also ich bin jetzt wieder im Dorf. Ich wollte ja noch Geschenke machen heute. 9 bis 6. Alter, diese Keule, ne? Mhm. Die ist um so vieles stärker. Es ist Schwert. Sie braucht einfach mal ein bisschen länger, zwar beim Schlagen, aber meine Güte, es ist. Haust du dem eins drüber? Ich hab eine Keule. Ich hau die Viecher mit einer Keule. Geil. Die Schokoladentorte sieht aus wie Kacke. So, Sam, wo bist du? Ich habe Pizza für dich. I got pizza for you. Nach der denkt über was nach und hört mich nicht, den finde ich irgendwie komisch. Vielleicht ist Abby ein Gorone. Ja, das kann gut sein. Wo könnte er sein? Der wohnt hier, ne? Nee. Hier. Wo ist denn jetzt hier der Weg nach unten? Sieht man den auf der Karte, wo der ist? Nee. Ups. Ich meine, du hast ihn ja freigemacht. Ich habe ihn freigemacht. Oder bin ich hier auf einer anderen Etage? Weil ich dachte, den Sam. Oh, hier. Hast du ja den Sam freigemacht? Das nun nicht. Keule. Welcher war der Typ, der dich mag? Mit dem Herzchen? Ich glaube, Sheen. Ah. Der Einzelhändler.
Was ist das denn? Egal was es ist, ich will es haben. Kein Sam da. Bleib ich halt hier. Fuck. Ich muss aber bald raus hier. Es ist spät. Ja, was könnte ich denn noch kaufen? Omnigeode. Ist es schlecht, wenn man die Joja-Cola kauft? Im Joja-Markt? Nee, hier in dem Automaten. Das weiß ich nicht. Weil das ist, unterstützt ja wahrscheinlich auch den Joja-Markt, oder? Würde Sinn machen, ne? Ciao, Verbalus. Ja, irgendwie schon. Müssen ich wir hab jetzt mal eine gekauft, aber... Ich meine, diesen Louis werde ich ja jetzt nicht mehr finden, oder? Ich glaube... Warte mal, ist der hier drin? Ich guck nochmal. Oh! Ich bin rausgegangen und dann war zu. Okay, dann halt nicht. Jetzt gehen sie auch alle nach Hause. Die Lea hätte ich hier noch, aber sonst nö. Die gehen alle schlafen. Dann gehe ich halt auch schlafen. Dun, 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 dun. Oh, die Kuh schläft. Tschüss. Mal gucken, ich habe die Viecher ja sowieso nur nebenbei weggeklatscht, also von daher. Ups. So, da ich ja den Dings jetzt gerade nicht so checken kann. Sollen wir morgen einen Hühnerstall kaufen? Das wäre eine Idee. Wo stellen wir den hin? Müssen wir mal gucken. Ich lass das mal lieber erstmal. Ich geh erstmal pennen. Ich bin im Bett. Ich schlafe. Und ich auch. Super. Die Omnigeode mache ich gleich mal auf. Kampfstufe 2. Lebenselixier. Und Minenarbeitsstufe 2. Cool. Und ich habe eine Keule halt. Ich kann eine Treppe herstellen. Ich meine... Achso, wir haben nichts eingenommen, deswegen kam das gar nicht erst. Ach ja, ich habe mich auch gerade gewundert. Ich meine, ich hab damit... Ich kann mit dem Ding nicht blocken. Aber ich hau damit einfach zu. Komm mal raus. Ja, ich komme. Ein neuer Tag. Oh, hallo. Ja, das ist so... Hilfe. Das ist so die Keule und guck mal, da kann ich den machen. Das war das Geräusch. Ich habe das schon mal gehört und wusste nicht, was das ist. Ich kann einfach Leuten eine mit der Keule jetzt... Ich dachte, du bist hingefallen. Nee, ich kann jetzt einfach Leuten eine mit der Keule überziehen. Geil. Oh, wie geil. Das ist so ich cool. Ich will die auch haben. Ich habe die random gefunden. Okay. Ach, brauchst du irgendwelche Steine? Kupfererz. Ich tu das mal in die Kiste. Ja, tu das mal, weil ich muss sowieso jetzt nach und nach mal einschmelzen hier. Ich werde also heute wahrscheinlich nicht viel machen, außer Zeug einschmelzen. Ich habe auch 3 Amethyste. Vielleicht kannst du die ja deiner Angebeteten schenken. Ah, die ist gerade noch bedient. Das kann ich aktuell gar nicht. Ah, okay. Die ist noch bedient. Ja. Ich muss aber gleich mal neue Köder auslegen. So, was wollte ich mitnehmen? Ich wollte doch irgendwas mitnehmen. Das hier. Und ob wir die Schwerter hier verkaufen können? Bestimmt. Aber in die Kiste kann ich die nicht schmeißen. Ich weiß irgendwie nicht, wohin damit. Ich meine, cool, ich habe jetzt 2 von den derben Schwertern. Ach, da steht's ja. Pflanze im Sommer. Wächst in 13 Tagen heran. Ich bin ja doof. Melonen auch im Sommer, ja. Okay. Oh Gott, das warst du. Jupp, ich brenn Zeug nieder. Ich brauche Stein und Holz. So, dann kaufe ich uns gleich was Schönes. Ich muss aber noch ein bisschen Bäume fällen gehen, glaube ich. Ich glaube, es reicht noch nicht. Ja. Komme ich mit der Küche zurück? Such noch einen hübschen jungen Mann, der mir Lauch bringt. Was? Also Lauch habe ich nicht, aber und das andere, damit kann ich auch nicht dienen. So, sorry.
Aber wieso ein hübscher junger Mann? Stand im Brief. Aha. Also ich darf das gar nicht bringen. Offenbar nicht. Ich glaube, das wäre dann illegal. Ja, ich glaube auch. Dann kommt die hübsche junge Männerpolizei. Was mit Malone? Was mit Malone? Ich meine, eigentlich können wir in unserem Garten ja fast schon noch mehr anbauen, als wir haben. So technisch gesehen. Ja, aber wir können halt gerade noch nicht, weil wir warten müssen, bis wir Sommer haben. Ach ja. Erlege Monster. Ach, guck mal, rede mit Louis. Jetzt muss ich denn nur Louis finden. Das war das Problem. Wahrscheinlich hängt der gleich im Salon ab. Man kann sonntags im Fernsehen Rezepte lernen. Aha. Oh, cool. Sprich, wenn du dich jetzt an die Glotze setzen würdest, könntest du Rezepte lernen. Cool. Das machen wir am Abend. Geoden aufbrechen. Die Omni-Geode. Und da drin ist Stein. Ja, geil. Das hat sich ja gelohnt. Mhm. Eine Sonne. Kohle. So, ich weiß nicht mehr, wie viel Holz ich brauche, Granit. Aber ich glaube... Und das haben wir gleich. Das passt gleich ganz gut. Ups. Ach komm, hier. Ah, ganzen Schmetterlinge. I have an idea for a new recipe. I've come up with a new recipe. Okay. Dann, schaue ich mal, ob ich den Sam finde. Ich habe nämlich eine Pizza für ihn. Hausgemachte Pizza. Got Pizza for ya. Zwar nicht von mir hausgemacht, aber das muss er ja nicht wissen. Ja eben, das muss er ja nicht wissen. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Was hier, rennt? Pizza. Kumpel, was rennst du denn jetzt hier am Strand rum? Er hat sich gefreut. Oh yeah, das habe ich besonders gern. Voll gut. Weißt du, ich will nur mit dir reden. Ich will dir nicht mal eine mit der Keule überziehen. Aber ich habe ja eine derbe Keule jetzt. Sie tut aua. Sam. Ich habe noch immer nicht mit allen Leuten geredet. Mir fehlen noch drei Leute. Ups. Ich habe keine Ahnung, wer mir noch fehlt. Hier ist der Sam. Aber ich habe... Da ist kein Herzchen. Schade. Und wann wird das resettet? Ich glaube nach einer Woche. Ah, okay. Muss also, glaube ich, eine Woche warten und dann, ja. Ich bin jetzt einfach nur heute damit beschäftigt, wie blöd durch die Gegend zu laufen. Warte mal. Eine Sache, die mich schon die ganze Zeit so verwundert, wie man das macht. Mhm. Let me mal jucken. Okay, also die freuen sich nicht, wenn ich ihnen Quatsch schenke. Die wollen schon richtige Sachen. Naja, jeder will halt sein eigenes Zeug. Aber ich glaube so Blümchen oder so. Da freuen sich wahrscheinlich die meisten. Ich habe jetzt immer nur Quatsch verschenkt. Benötigt 5 Kupferbahnen. Ach so. Ich brauche also noch Kupferbahnen, ey. Also hier habe ich jetzt so ein Blümchen. Wenn ich jetzt dem so ein Blümchen gebe. Das ist ziemlich nett von dir. Danke. Schau, der hat sich gefreut. Stimmt, morgen könnte man Sam und Abby wieder was schenken. Genau, weil morgen Montag ist. Ah, perfekt. Dann habe ich das ja genau richtig gemacht. Dann kriegt er morgen eine Pizza und eine Cola von mir. Geil, kriegt er morgen eine kalte Pizza. Egal. Außerdem kannst du kannst ihm nur eine Sache am Tag schenken. Ach, okay. Schade. Dann halt morgen die Pizza und übermorgen die Cola zur Pizza. Naja. Ist halt so. Was wollte ich machen? Ach, ich wollte einen Hühnerstall kaufen. Stimmt, das wäre noch praktisch bei uns. Das kann man immer gebrauchen. Ja. Geht das gar nicht hier? Ah, okay. Ach, guck mal, Louis. Oh, so ein Schleimproblem geholfen. Oh mein Gott, ja, wie cool. So eine Dankbemühung, jetzt mal einfacher so eine Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Aha. Was hat er mir denn gegeben? Ach, hier wollte ich auch noch rein.
mir noch gar nichts gegeben. Penner. Der tut so, als ob. Hier, ich hab was für dich. Schau halt genau hin, das ist doch da. Keine Kartoffel. Ach, guck mal, hier ist Sam. Der steht jetzt gerade am Automaten. Möchtest du Holz? Ja, und hier darf ich ja noch nicht. Grrr. Ja, den Sam habe ich jetzt beim Frühlingstanzen kennengelernt. Oh. Und er hat gesagt, vielleicht nächstes Jahr zu mir. Das war der Einzige, der nicht Nein gesagt hat. Er hat gesagt, nächstes Jahr. Habe ich mir jetzt schon Hoffnungen gemacht. Da setze ich jetzt alles rein. So, das kann ich hier eh nicht. Ja. Ich merke schon, ich komme bei Leuten nicht so gut an. Ich weiß auch warum. Schenkst du ihnen die falschen Sachen? Ich glaube ja. Entweder das oder ich komme bei Leuten einfach nicht gut an. Oh. Letzteres höchstwahrscheinlich eher die Option. Na. Soll ich meinen? Wenn du denen nicht immer irgendwelche Samen in die Hand drückst, wieso haust du denn auf das Schild? Das ist es. Das mögen die Leute nicht. Wenn du immer mit deinem Knüppel überall dagegen haust. Ey, lass mal ja meinen Knüppel in Ruhe. Lass ihn mal in der Hose. Ich wollte gerade sagen, lass mal meinen Knüppel in Ruhe, ja? Was muss ich schauen? Erlege Monster. Oh. Die ist ja nicht da. Wo ist sie denn? Achso, da ist mein Geld. Da ist meine Belohnung. Ach, die hört schon zu. Hä? Wieso ist es schon 7 Uhr abends? Ja, radikal, ne? Oh, krass. Ich hab doch nur ein bisschen Holz gefällt. Ja. Nein! Ich habe ein Geschenk für dich. Dann halt nicht. Blöde Kuh. Blöde Hier, willst Kuh. Du meine Eichel haben? Okay. Entschuldigung. Ich hatte wirklich eine Eichel in der Hand. Oh Mann. Eine echte. Ach verdammt. Wieso passiert mir das immer? Geh jetzt heim. Mich mögen die Leute auch nicht. Ja, da haben wir was gemeinsam hier. Recyclingmaschine. Wir wollen Eisenbahn führen. Ich sollte in die Bar gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Heute war überhaupt kein produktiver Tag. Nichts hat geklappt. So, mein Kock kommt in die Ecke. Die Königin der Soßen. Ich bin die Königin Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte in einem Kochbuch. Aha. Oh, scheiße. Omelette, Gerichte. Du hast gelernt, wie man Omelette macht. Cool. Aber... Ach, den Pilz. Den kann ich doch irgendwo reintun. Aber wahrscheinlich kann ich diese ganzen Rezepte erst dann benutzen, wenn ich irgendwie tatsächlich, wenn man eine Küche hat oder so. Ja, wahrscheinlich. Kann ich dem Penner nicht was kaufen? Der tut mir irgendwie leid. Ein Brot Kannst oder du? So. Ah, der ist picky. Warte mal, Brot? So. Wait, wo haben wir 4 Hartholz her? Ich glaube von mir. Ein Geschenk! Danke! Ah, oh, der freut sich voll. Weil. Das ist schön. Ich werde morgen meine Axt mal aufwerten. Der ist ja voll verarscht worden. Der hat wilden Meerrettich für 50 gekauft und freut sich. Und jetzt schenke ich ihm einen. Mal gucken, was er sagt. Seufzt. Das fand er blöd. Also jetzt gehe ich heim. Jetzt mag ich nimmer. Kauf den Scheiß für 50 Gold, dann schenke ich ihm das, weil ich mir denke, da freut er sich und dann schmeißt es weg. Penner, wa? Die wollen doch nicht.
Die wollen doch auf den Sack kriegen. Das mag ich nicht mehr. So. Ich werde also morgen ein bisschen was ausgeben müssen, damit ich hier die Axt mal verbessern kann. Dann habe ich eine Kupfer-Axt. Okay. Ja, ich bräuchte eigentlich auch mal eine Spitzhacke, die besser ist. Kannst du, glaube ich, da auch machen. Könnte man eigentlich. Aber 4000 brauche ich auf jeden Fall für den Hühnerstall. Und ich weiß nicht, ob die Hühner da inklusive sind. Also, okay, warte mal. Dann kaufe ich nur die Hacke. Mhm. Die kostet 2000. Das Zeug habe ich dafür. Werkzeug upgraden dauert mehrere Tage. Ah, okay. Oh. Das macht ja nichts. Ich bezahle es. Dann hast du es halt in der Zeit nicht, ne? Dann habe ich es halt dann noch nicht. Dann muss ich es mir halt später holen. By the way, ich warte im Bett schon. Ah, okay. Du wartest im Bett. Ja, ich chill meine Zone. Ein perfektes Omelett ist eine Schönheit. Es ist ein purer goldener Engel aus schimmernden Eiern. Und ich zeige dir meine geheime Technik. Um genau zu sein, du haust Ei in eine Schüssel, rührst so lange, bis es gleichmäßig aussieht, in die Pfanne. Und du kratzt da so lange drin rum, bis es Rührei... Das ist Rührei. Das Omelette. War Rührei, ja. Ja, eben, vergiss den letzten Schritt. Nicht rumkratzen, einfach nur warten und einmal drehen. Ja, und dann beim Flip merken, dass euer Leben versagt und dann, Schritt 5, hinlegen, Schritt 6, try not to cry. Mund auf. Und dann cry a lot. Wow, es regnet mal nicht. Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Der Sommer ist da, zusammen mit einer Menge neuer Pflanzen zum Pflanzen. Wie zum Beispiel Hopfen. Das braucht man für Bier. Und ich habe gehört, die Eroshiva mag das ganz gern. Die Ranken brauchen eine Weile, aber wenn sie erstmal ausgewachsen sind, kann man sie jeden Tag ernten. Viel Glück. Wieso weiß der Mann im Wetterbericht, dass ich Bier trinke? Oh Gott, ich habe einmal Bier getrunken. Einmal! Oh, eine Weintraube. Geil! Hier liegt einfach eine Weintraube. Das brauchen wir doch für einen dieser Dinger hier, für ein Bündel. Geil! Die Musik ist auch anders. Ja, die Musik ist voll fröhlich auf einmal. Yeah, und hier fliegen Schmetterlinge durch die Gegend. Kann ich jetzt auch anderes... Boah, ist heiß. Ja, das ist es hier sowieso. Schau mal, die Katze verreckt da oben gerade. Die Katze verreckt da oben. Das ist einfach zu heiß für die. Ja, das kann ich verstehen. Soll sie halt in die Höhle gehen. Währenddessen ist der Schmied nicht benutzbar. Oh, die Bäume schauen anders aus. Mhm. Cool. So, erstmal vorher zu Abby. Dann zum Schmied, das Ganze in Auftrag geben und dann gehe ich in die Mine. Ja, ich mache das so ähnlich. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pizza verschenken. Wow. Und dann hole ich unseren Hühnerstall und dann gehe ich in die Mine. Das ist ja auch da oben. Regenbogenforelle. Ich kriege jetzt anderen Fisch. Cool. Ich kriege jetzt hier im Fluss anderen Fisch. Cool. Oh, ich liebe dieses Spiel langsam. Es ist wow. So geil. Suddenly Summer und auf einmal, ne? Das heißt, wir müssen jetzt unser gesamtes Beet auch umändern, ne? Ja, ich kann jetzt neue Sachen einpflanzen, endlich. Aber erst kaufe ich den Hühnerstall. Klingelt endlich die Kasse wieder. Boah, ja. Der ist radikal, der Fisch hier. Boah. Alter. Pizza! Der kämpft. Es gibt gar keine Schule hier, ne? Nein, nicht die Pizza essen. Spinnst du? Die Kinder bleiben dumm. Ach, der ist noch im Bett, der Sam. Yes! Ein Hecht! Okay, morgen gehe ich definitiv nur angeln. Morgen gehe ich ans Meer. Okay. Ich kaufe erst die Hütte, weil Sam schläft noch. Ist ja auch erst 10 Uhr morgens, ne? Ja. Jetzt ist eine Tür aufgegangen, ist er jetzt raus? Ich glaube nicht. Nein, nicht den Fisch essen. Hast du ihn gegessen? Ich habe aus Versehen gegessen, ja. Naja, aber ab und zu hast du dir das ja auch verdient.
Ich wollte ihr doch Puh, kein Holz. Heiß gerade. Hä? Okay, das war gut, I guess. Hier ist der Spielplatz, bei dem nie jemand ist. Sommer ist ja endlich wirklich eine Lieblingsjahreszeit. Okay, Abby, da können wir uns. Da könnte eine leichte Ehekrise entstehen. Also, wenn wir in der Suppe schwimmen. Ja. Musst du dir doch eine andere fangen, hä? Nee, ich hab ja auch so sehen gerade eine mit der Keule übergezogen. Einfach so. Bumm! Sommer ist scheiße! Merkst dir! Well. Das war eine schnelle Ehekrise. Dort. Einfach bumm. Das wollte ich nicht. Ups. Ach, das ist ein gewöhnlicher Pilz. Ah, okay. Alles klar. Danke, ich fange mal bei an, sollte ein paar Tage fertig sein. Ah, so, ich habe das mal abgegeben. Okay. Das Pilzilein. Und jetzt wollen wir uns Hühnchen. Oder ich gehe heute angeln, weil mein Inventar ist sowieso gerade ein bisschen clustert. Okay, dann gehen wir morgen in die Mine. Ich habe auch noch zu tun. Okay, das ist Ding. Kann ich ja so auch verzichten. Ich hole uns jetzt ein Chicken Dinner. Ein Chicken Dinner? Ja. Oh, ganz vergessen. Komm wieder, wenn jemand arbeitet. Oh, stimmt ja. Sommer, hier ist ein Eisstand. Ah, oh, cool. Neben der... Wollte die Abby nicht ein Eis? Jetzt habe ich ja schon, ne? Ja. Oh nein, ich habe zu wenig Holz für den Hühnerstall. Ich brauche 300. Huh, was macht sie denn hier? Bräun. Warum wundert mich das nicht? Na gut, sind wir mal kleiner Casanova. Ich kann uns einen Brunnen kaufen. Toll. Du, ich würde gerade zu gerne einfach in den Brunnen springen, also, ne? Aber hier haben wir genug Wasser, wo du reinspringen kannst. Ich habe gerade... Okay. Jetzt habe ich Lois auch noch einen über den Schädel gezogen. Okay, ich habe zu wenig Holz. Ich brauche noch Holz. Okay. Mal wieder nicht den Chat lesen. Ja, schön, dass du das sagst, aber ich lese den Chat. Schön, dass du sowas, ne? Aber es ist halt schwierig, wenn man, gerade wenn man mit mehreren Leuten auch spielt, also ab zwei Personen wie jetzt, auch noch das alles zu beantworten und dem anderen dann nicht ins Wort zu fallen und so weiter. Oh, geil, ein Hummer. Deswegen geht man dann ein bisschen weniger automatisch auf alles ein. Wait, mir ist das ganze Holz ins Wasser gefallen. Ach stimmt, ich habe ihm ja meine Axt gegeben. Ja klar, dann ist klar, dass ich die jetzt nicht im Inventar habe. Wo ist meine Axt? Wo ist sie nur? Weil ich lese den Chat, aber wenn da nichts ist, wo ich drauf reagieren kann, dann reagiere ich da auch nicht drauf. Aber dann solche Argumente raushauen, finde ich dann schon ein bisschen... Also ich. Ja, wie gesagt, man kann ja auch nicht alles vorlesen. Wow. Gerade wenn man zu zweit spielt. Das ist echt schwieriger. Dann redest du halt ohne Punkt und Komma. Eben. Und das ist halt auch irgendwie unangenehm. Okay, irgendwie sind die Fische... Na, oh, Alter. Die Fische sind aktiver im Sommer. Oh. Können wir eigentlich mit einem Kescher auch Schmetterlinge fangen? Oh nein, ich bin ja fix und fertig. Das sind echt Kampffische. Scheiße, habe ich irgendwas, was ich essen kann? Ach, ich trinke den Cola jetzt selbst. Alles okay? Ja! Wie gesagt, die Fische sind extremst... Oh. Aktiv. Vor allem, was war... Das war ein anderes Symbol auch. Okay. Okay, Angeln im Sommer. Holla die Waldfee. Das ist eine Challenge. Sind Sie... Okay, ich bin zu fertig. Ich kann nicht mehr. Ich gehe dem das jetzt schenken und dann pflanze ich noch ein bisschen Samen ein. Ich brauche bald eine bessere Angel, wenn das so weitergeht.
Die Frage Wir ist. brauchen definitiv besseres Holz, mehr Holz, meine ich. Thunfisch! Gibt es noch eine bessere Angel? Ich weiß nicht. Ich gehe mal einfach davon aus. Da oben ist Sam! Sam, warte, ich habe eine Pizza! I just assume. Oh yeah! Ich meine, ich konnte ja meine Angel einmal upgraden, sag ich mal. Also warum soll ich es nicht noch weiter können? Oh, er ist Allergiker, wie ich. Er freut sich gerade, dass wenig Pollen unterwegs sind. Wow, da ist wieder so ein legendärer Fisch. Das Problem ist, die sind so schnell, da kommt meine Angel gar nicht mit. Können wir der Katze wirklich Wasser geben? Ich will nicht, dass sie stirbt. Angeblich gießen, habe ich mal gehört. Ach so. Okay, dieser Fisch, der ist unschnappbar für mich irgendwie. Der ist hardcore. Oh Mann. Ja, gibt noch eine bessere Angel. Ich kann einen Köder und Schwimmer bestücken. Brady! BFF, wie kannst du es bloß wagen, nicht auf alles zu reagieren? Nein, ja, Mensch. Sonst wie kann ich das wagen? Greeny, aber vielen, vielen Dank für deine Spende. Das... Rotbade. Rotbade. Vertrocknet. Alter. Katze, nicht sterben! Stirb nicht. Nein. Oh, Mizi. Ja, ist ja gut. Ich hab dir wirklich Wasser gegeben. Das, oh, wir sollen ihr jeden Tag Wasser geben. Aber sie lebt noch. Wir haben ihr jetzt einen kompletten Monat kein Wasser gegeben und sie lebt noch. Monat? Wir haben ihr den gesamten Frühling kein Wasser gegeben. Ja eben, das ist ja, also ja, genau. Das ist halt wie ein Monat, aber das ist halt ein ganzer Frühling. Aber sie trinkt nicht mal. Die hat das komplett ignoriert gerade. Die Frage ist, wie komme ich an eine bessere Angel? Das ist die Frage. Kaufen? Na, kaufen kann ich nicht. Ich war gerade eben schon bei ihm im Shop und da war jetzt nichts, was irgendwie... Hattest du nicht eine gefunden mal? Nee. Schnell, die Katze hat Hunger. Gib ihr Fisch. Ja, gleich. Ja, ich hab mir schon gedacht, die hat wahrscheinlich bei dir immer den Fisch geklaut und deswegen lebt sie noch. So. Ich muss aber dann nochmal zum Dingshaus. So, jetzt noch schnell hier einpflanzen und dann ist gut. Oh, Alter. Ja, es ist wieder so ein durchgeknallter Fisch. Ja, wow. Warte, warte. Okay, das schaffe ich heute nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Kann ich zumindest das irgendwie noch... Okay, da sind krasse leuchtende Fische. Das Problem ist, da ist meine Angel bei weitem nicht gut genug für. Okay. So. Ich muss ins Bett gehen. Ich bin total kaputt. Ja, ich muss nochmal zum Dingshaus. Nochmal schnell. Ich hoffe, dass. Na okay. Doch, das sollte ich hinkriegen. Oh, Glühwürmchen! Oh, wie schön. Oh, im Sommer gibt's hier Glühwürmchen. Oh, wie cool. Sogar relativ viele in der Stadt. Ich tanke mich mal ein bisschen auf. Vielleicht kann ich dann auch noch mal rumlaufen. Ja. Aber erstmal. Bisschen Zeit ist ja noch. Ich war kurz vor der Ohnmacht gerade. Oh shit. Das sollte der Crimson Fish? Was? Wird mir aber ja, verarschen. Ich kann wieder laufen. Krabben. Hier, warte mal. Ich habe doch einen Hummer. Da ist mein Hummer. Ich höre einen Vogel. Wieso? Hä? Hm? Ach so, muss ich das machen. Einfach nach links und rechts. Sag das doch. So, warte, was habe ich jetzt hier? Warte mal. Tigerforelle, nee. Das darf man manche Sachen nicht nebeneinander pflanzen oder ist es völlig egal? Ich glaube, das ist egal. In echt darf man das nicht, deswegen... Könnte ja sein.
Melone! Makrele. Ganz viel. Lecker. Okay, ein bisschen habe ich noch, das schaffe ich noch. Perfekt, alles eingepflanzt noch. Jetzt muss ich das Gießen noch schaffen. Edelwicke. Ach, das ist so beruhigend. Sommer hier. Weintrauben habe ich. Edelwicke habe ich. Jetzt fehlt nur noch eine Gewürzbeere. Hm. Also wenn du irgendwie mal eine Gewürzbeere findest, dann hätten wir noch, dann hätten wir ein Bündel komplett wieder. Sehr gut. Und wir brauchen noch dieses komische Holz. Starkholz, glaube ich. Ja, ich habe so das Gefühl, das kriege ich, wenn ich hier meine Axt wieder kriege. Oh nein, ich bin umgefallen. Keine Energie? Hä, aber ich bin im Bett. Ich bin wohl von alleine ins Bett gegangen. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ich bin auf dem Weg. Ah, aber du musst... es ist schon spät, gell? Ja, das ist Ich habe drei Samen nicht mehr gießen können gerade. Ich schmeiße jetzt auch nichts in die Kiste. Ist mir zu risky. Muss ich morgen gießen. Ich hoffe, das klappt noch. Ah, shit. Okay. Déjà-vu. Okay, ja. Geschafft. Fällt man um 2 um? Ja, um 2 Uhr fällst du um. Scheiße. Na egal. Wieso haben wir Geld verloren gerade? Weil ich umgefallen bin. Alter, hat uns dann wer Geld geklaut? Ja. Oh. Das ist so Cash. Was ist das für eine Musik? So. Ich wollte noch schnell die Sachen hier gießen. Ich will nicht, dass das kaputt geht. Naja, ein Tag ist vielleicht nicht so schlimm. So, auf in die Mine. Jetzt muss man hier noch gießen, bevor wir gehen können. Oder ich habe eine Gewürzbeere gefunden. Okay, nice. Liegt wie ein Sprinkler. Liegt einfach mal so da. Ja, deswegen gehe ich ja jetzt wieder in die Mine, in der Hoffnung, dass wir Eisen weiterfinden. Ja. Weil Eisenbahn ist, brauchen 5 Eisenbahn. Davon. Eisenbahn. Eine Eisenbahn. Was? Brauche Experiment Emra... Was? Okay, cool. I guess. Benutze sie, um eine Ebene in den Minen tiefer zu kommen. Hm? Okay. Meine Treppe, die ich jetzt bauen kann. Die brauchen wir in den Minen. Also damit kannst du einfach eine Mine skippen. Ach so. Die Katze hat getrunken. Bündel komplett. Die hat sich gerade voll gefreut, weil ich ihr Wasser gegeben habe. Oh, scheiße. Wir haben Post. Okay. Jemand hat dich... Ach so, ja, weil ich umgefallen bin. Wir haben noch mehr Post. Liebe Frau Aeroshiva, letzte Nacht hat sie einen Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurden 491 für diesen Service in Rechnung gestellt. Und deswegen unterstützen wir diesen Einzelhandel nicht. Oh! Heizraum, Bündelschmied. Oh, das ist doch... Das ist easy. 99 Schleim und... Nur weil mich von dem Joja-Markt welche gefunden haben. Wie dreist! Okay, die Bündel beim Heizraum... Oh, mir geht's ja heute gar nicht gut. Wieso? Fuck. Alter, meine Energie... Ich hab gar keine Energie. Bei mir... Wieso hab ich kaum Energie? Ich bin umgefallen, vielleicht deswegen, aber wieso du auch? Ich war im Bett. Hä? Bist du zu spät ins Bett gegangen? Ja, gut... Du hast die Belohnung nicht mit... Was? Hab ich nicht. Hoppala. Wo ist denn die Belohnung? Ja, dann, wieder schlafen gehen? Na, ich werde wahrscheinlich nur angeln gehen. Doch nur. Sicher, sicher. Kann ich irgendwas machen, oh, was hier, mich nicht Tatsache. Anstrengt? Sommersaat. 30 Stück. Ah, cool. Die kannst du einpflanzen. Weil ihr zu spät ins Bett seid. Och. Zu spät ist relativ.
Macht's mal wie ich. Ich schlaf seit Tagen nicht dank dieser Hitze. Das ist auch eine Idee. Wie du einfach keine Energie hast, ja. Nicht schlafen ist super. Da hat man auf einmal so viel Zeit. Zu was man dann alles kommt. Ich schlaf jetzt so. Jody. Jody ist mir neu. Yes, ich habe bei Abby zwei Herzen. Warum? Warum nicht? Oh, ich habe das Gefühl, wir haben hier 40 Grad irgendwie. Heftig. Ja, ich habe hier wahrscheinlich sogar 50 oder so. 50? Ja, wenn der Computer noch läuft, also nein, ne? Nein, nein, nein. Wow, ihr seid alle solche Banausen. Die Erdbeere ist kaputt gegangen. Auf Level 6 kannst du die neue Angel... Ach, ich schalte die frei, wenn ich... Ah, wenn ich Level 6 Angeln erreiche. Na, wenn das der Fall ist. Ich werde aber trotzdem mal ein bisschen was einpflanzen. Damit da bei mir der Kram auch mal ein bisschen steigt. Wir brauchen Holz. Haben wir hier noch irgendwo gerade frei, wo ich was pflanzen kann? Kannst du mal Holz angeln? Holz angeln. Ja, bitte. Wenn du weiter nichts verlangst. Ja, Mensch. Die Kisten, die sind doch aus Holz. Ah, ich habe einen Baum gefunden. Baum fällt! Du müsstest jetzt. Ich muss mal ein paar Bäume pflanzen. Können, wenn sie zu Hause ist. Wie Event, wenn ich mit ihr, wenn sie zu Hause ist. Oh nein. Bin kaputt. Ich überarbeite mich komplett. Du hebst ab. Nichts hält dich am Boden. Das geht über eure Vorstellungskraft. Eicheln kannst du einpflanzen. Ja, ja, das habe ich mir eben gerade gedacht, dass ich das eigentlich mal machen sollte. Ich glaube, ich lege uns irgendwo so ein kleines Wäldchen an mit Nutzbäumen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich bin jetzt nur ein bisschen langsam unterwegs. Aber es macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Ich esse mal ein bisschen Alge. Gute Alge. Ich glaube, hier mache ich uns einen Wald. Man nennt es auch Angler-Snack. Minus 2 Energie gibt es. Aha, das ist interessant. Ich hatte doch da was. Halten wir mal im Auge. Dann können wir mal gucken, was wir hier so angeln können. Ach hier, Kiefernzapfen, den kann ich auch einpflanzen. Aber Moment mal, was wichtiger ist, man hat gesagt, ich kann mit Abby irgendwie ein Event triggern. Echt? Ja, das ist... Wie? Was? Ich, warum? Ich meine, sie war doch eben... Okay, sie ist schon halbwegs rausgegangen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Mhm. Oh. Hashtag knall die Alte. Ja, ein bisschen. Ach, hast du das eigentlich... Ah, das warst du. Ich hab das hast da unten... Hast du auch gegossen? Ja. Ah, okay. Gut. Die Sommersaat, die ich fein. Da durch die Bünde... fein. Fein. Hast du fein gemacht. So. Dass du ja weißt, wie das geht. Ich dachte, du bist nur zum Angeln gut. Nee, ich bin tatsächlich auch mal zu anderem Zeug gut. Die Katze ist schon wieder halb tot. Das mit Tatsache. Der Energie ist so witzig. Das könnte halt auch echt einfach am Sommer liegen. Es ist so heiß und deswegen... Oh nee, sag mir nicht, Abby ist auch so eine enthusiastische Gamerin. Schuss, dude.
Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Das sagt man mir zu Hause tatsächlich auch immer. Ich bin so ein richtiger Ninja. Ich habe Reises Fairy-Königs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Ich spiele so unglaublich schwer. Es ist das Dark Souls des Harvest Moon. Okay. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Oh. War das die Abigail? Mhm, ich habe hier gerade ein Event mit ihr. Cool. Willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Oh yeah. Cool. Oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich mit ihr spielen. Spiel mit ihr. Oh mein... Oh shit. Oh, wie cool. Ich würde echt gerne wissen, was du da gerade... Wo seid ihr denn? Vielleicht bei ihrem Zimmer, also da kommst du sowieso nicht hin. Oh. Aber ich muss jetzt dieses eine Arcade-Spiel mit ihr spielen. Mhm. Sogar sie spielt sogar tatsächlich mit. Wir spielen hier tatsächlich Koop. Wie geil! Das ist so cool! Endlich kann ich eine Frau für mich gewinnen durch Skill! Halb fertig? Okay, cool. Ich mag die Musik da im Saloon so gerne. Ah, gibt's sowas mit dem Sam auch? Oh, ich hab ihn gefunden. Bestimmt, wenn du so das zweite Herz hast. Musst du irgendwie bei denen zu Hause irgendwie mal auftauchen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Danke, ich mag das wirklich. Er sagt auch, es ist nett, dich wiederzusehen, endlich. Yay! Der hat auch der Herzchen jetzt. Sehr cool. Ich finde das halt cute, ich muss wirklich mit ihr spielen hier. Das ist ja cool. Hey, wir haben es geschafft. Nice. Das war lustig. Oh, der Sam hat bald Geburtstag. Du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen. Das sagen Frauen häufig zu mir. Das wundert mich nicht. Okay. Oh. Kawaii! Okay, aber es ist immer noch bei... Oh, shit. Wir haben bis in die Puppen gezockt. Kann ich jetzt... Ja, ist schon cool. Spät. Und jetzt kann ich sogar tatsächlich zu ihr ins Zimmer. Ach, cool. Okay, sorry. Konnte ich anders. Sehr, sehr cool. Ui, ich hänge in der Ecke. Oh, das ist nice. Ich gehe nochmal in die Bar. Noch ist der Abend ja jung. That's nice. Jetzt ist es fein. Ich suche mir gerade noch ein paar Bäume, die ich zerlegen kann. Brauchst du einen Durstlöscher? Spaghetti! Ich meine, der ist ja auch ganz nett. Mag der Blumen? Nö. Narzisse essen? Nein! Pfui! Nicht essen! Findest du? Also dafür, dass man Am super easy umkriegen soll... Also... überhaupt mit ihr Freundschaft schließen kann, ist jetzt schon das zweite Bier und sie denkt sich, ne, geh bitte. Willst du Lehm? Und ich meine nicht, willst du Lehm, willst du gelähmt sein? Hm. I don't like you. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Was macht jetzt eigentlich unser Hühnerstall? Ich muss doch die ganze Zeit immer noch Holz dafür besorgen. Ach so. Ja. So. Deswegen sage ich doch die ganze Zeit, wir brauchen Holz. Wir sind short on Holz. Ja, wir brauchen 300. Sparta. Ich habe jetzt 192 geschafft. Und du hast ja keine Axt mehr. Ja, erstmal nicht. Das dauert noch wahrscheinlich. Hast du schon zum perfekten Zeitpunkt gemacht? Dass du plötzlich keine Axt mehr hast. So, ne? Nicht wahr. Ich gehe jetzt heim, ich muss schlafen, ich bin total fertig. Ja. Ich will morgen wieder fit sein. Same. Es wird spät. Ja, wem sagst du das? Und oh, da heiß ist es auch! Und der Kamin ist auch an! Ah! Ich lieg schon im Bett.
Ja, gut. Ich renne. So, jetzt ist die Frage, gehe ich angeln den nächsten Tag oder gehe ich in die Mine? Haben wir die Blumen heute gegossen? Die. Also ich habe meine gegossen halt. Ja, ich hab. Mitten in der Nacht nochmal Blumen gießen und generell alles. Wirklich rausrennen, hab ich. Oh, so, okay. Sich zockt Gameboy im Bett oder so. Ja, definitiv. Fischen, Minenarbeit. Ah, super. Ja, ein paar Fische konnte ich ja noch abgeben. Yeah. Das Letzte sind. Nacht gab es ein Erdbeben. Okay, warte mal. Ist noch alles okay? Ich habe keine Ahnung. Sekunde. Okay. Okay. Hier ist alles Das ist okay. so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Ich sage dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bringe sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut. Danke, Bürgermeister Lewis. Oh, okay. Ah ja, kein Wunder, dass das diskret sein soll. Also, psch. Keinem sagen. Hat jetzt niemand gehört. Don't tell no one. Also hier liegen irgendwo Shorts rum. Ich brauche 7500 für die Angel. Okay, gut. Aber wenn ich das schon mal hochgelevelt habe, das wäre schon mal etwas. Ja. Also bei mir hat das Erdbeben nichts gemacht. Ich guck mal in der Stadt. Ich wollte sowieso in die Mine, also von daher. Ich Ja. bin fast voller Energie, also von daher. Ich nicht. Ich habe immer noch nicht so viel Energie. Aber wie viel macht Weißalge? Oh, gibt auch gut Zeug, von daher. Aber ich muss noch Bäume fällen. Ich guck auch vorher nochmal beim Schmied vorbei, wie das da aussieht. Ergo, Angel. Also hier schaut alles gut aus. Eben, hier sieht nicht aus, als wäre hier irgendwas kaputt Ein gegangen oder. kleines Erdbeben. Ein Bäbchen. Genau. Ob wir hier wohl das Boot reparieren können und damit einfach wegfahren? Einfach flüchten. Ich will nicht mehr. Ich habe Angst vor Jahr 3. Gottes Lachs. Der Oh, nice. Eisstand. Ja, da muss wer arbeiten. Es ist so ab Nachmittag, habe ich gerade gelesen. Ja. Voll süß. Mittwochs ist Ruhetag. Ach ja, ganz vergessen. Bei wem? Überall. Ach ja. Ja, dann kann ich auch in die Mine. Stimmt. Dann werde ich Abby ja so gar nicht finden. Komme ich ja so gar nicht Nur rein. nicht in den Joja-Markt. Nee, der ist auch scheiße. Die Chancen bei Mani zu Hause. Denkst du, ich werde Achso. je ein Profi? Es ist dein Schicksal, eine Sportlerlegende zu werden. Vielleicht, wenn du viel trainierst. Nein, du wirst vermutlich scheitern und ein Verkäufer werden. Boah. Du bist Einzelhändler, deal with it. Ich mache aber vielleicht, wenn du viel trainierst. Ja, nun, ich bin so gut, dass ich nicht so viel trainieren muss. Ach so, okay. Mann, ist der überheblich. Hi, Abigail. Oh, hast du sie doch gefunden? Sie hat mich gerade gefragt, ob ich mein Haus überhaupt eingerichtet habe. Dass es doch wichtig ist. So, ich gehe in Ist die ja gut. Mine. Je länger ich, also je früher ich. Ach du Scheiße, ist das hier Dinkel. Dinkel? Hm. Dinkel. Ach, so richtig Dinkel. Hi, du nimmst dir Oh den shit. Tag frei? Nein. Höh. Ich gehe gerade einkaufen.
Okay, hier unten sind Zombies. Oh Gott, echt? So Lehmmonster. Zombies. Okay. Es ist auch sehr dunkel hier. Ja, deswegen bin ich da nicht weitergegangen. Wenn ich hier Kohle finden würde, könnte ich ja Kerzen herstellen. Komm mal ans Tageslicht. Ach, ich kaufe noch eine. So. Ich hoffe mal, die geht nicht auch in den Julia-Markt, wenn man das im Automaten kauft. Aber das ist günstiger und okay. Das mag der Sam so gerne. Der ist irgendwo hier hochgegangen gerade, ne? Es ist halt nicht überall dunkel, halt nur Hallo, manchmal. Plätze. Ja. Sam! Ah, der ist doch gerade hier noch lang gelaufen. Alter, klopf dich mit einer Keule, du Zombie, du. Aber der ist mit seiner kleinen Schwester hier hoch. Vielleicht sind die zum Spielplatz gegangen. Tatsächlich. Ich wünschte gerade, ich hätte Kohle bei mir. Ach nee, ich brauche ja... Stimmt ja, wenn man braucht ja Harz, um eine Fackel herzustellen, keine Kohle. Das passiert, wenn man so viel Minecraft spielt. Dein Hirn denkt instant, du brauchst Kohle dafür. Das weißt du. Seid ihr auch so am Schwitzen? Ja. Oh ja. Schon. Ich glaube, heute ist es einfach überall heiß. Mm. Deswegen sitze ich auch drinnen. Hier ist es echt kühler, als wenn, egal, wenn ich jetzt rausgehen würde, würde ich umfallen. Überall draußen ist es angenehmer überall. Als bei mir. So viel. Echt? Ja. Ah, shit. Oh, shit, Hartholz gefunden. Kupfer. Dann weiß ich jetzt, wie sehr du Stardew Valley magst. Naja. Dass du das in Kauf nimmst. Naja, ich nehme es so oder so in Kauf, weil, ja, aktuell, Stream ist halt nun mal aktuell mein, ich möchte das eigentlich mal ungern Arbeit nennen, aber es ist halt nun mal, let's face it, es ist aktuell das Einzige, womit ich halbwegs über die Runden komme. Okay, ja. Dann. Also von daher. Dann musst du da durch die Hitze. Eben. Und zumal, wenn ich mich denn so an die Zeit zurückerinnere, wo ich denn bei Edeka gearbeitet habe, da war es schlimmer. Das war. Ja. Also. Geh mir nicht mal ein Fenster. Das ist total ekelhaft. Vor allem das Schlimme bei unserem Laden war, der war super alt und absolut scheiße klimatisiert. Mm. Meines ging, aber da wir vorgeschriebene Arbeitskleidung hatten und keine Sommerkleidung. Ja. Yeah. Wir mussten also immer mit so einem Sweatshirt rumlaufen. Egal wie warm das ist. Ich bin ja. Na, ja, sag das mal meinem Ex-Chef. Der ist auch so rumgelaufen. Nö, der ist nur in einem Hemd rumgelaufen. Er darf es ja, er ist der Chef. Genau, genau das. Ich finde den Sam nicht. Diese Keule ist toll. Die Keule? Ey, die Keule ist so toll. Die Keule. Ich dachte erst, du meinst die Abigail. Sie ist auch eine Keule, also... Ja, wo ist denn der? Ich hab ne Cola für ihn, ne eiskalte. Hab ich extra für ihn gezogen. Ich sag mal, so eine wie die Abigail, die hätte ich jetzt aktuell auch gern, to be honest. Wenn man schon so eine Zeit lang jetzt wieder Single ist, irgendwann wünscht man sich dann doch mal wieder so, ja, es wäre mal wieder ganz nice. Ganz nett. Aber dann kommen immer so diese Faktoren, Mensch, du siehst nicht unbedingt doll aus, die tollste Persönlichkeit bist du jetzt nur auch nicht wirklich. So von daher, Ja, jetzt heul mal nicht so rum hier, ja? Das sind nun mal Fakten, I'm just listing facts. Wenn man sich das so einredet, musst du ganz anders an die Sache rangehen. Schaust super aus und du bist die beste Persönlichkeit. Dann gehst du hin und dann schenkst du der Frau einen Stein und dann wird sie dich lieben. Und dann isst sie den und dann habe ich eine Keule. Diese komischen Steinzombies. Die sind merkwürdig. Oh shit, da war noch Quarz. Ah shit, egal. Also der ist weg. Sam, ich glaube, die Abigail hat ihn aufgegessen. Das würde sie. Der ist einfach. Das würde sie ja, nicht tun. Ja, ich glaube. Doch, ich glaube schon.
Sowas würde sie nie tun. Ich schau nochmal ins Haus. Jetzt ist er wieder im Haus. Ah, wann ist der an mir vorbeigelaufen? Und jetzt ist er in seinem Schlafzimmer und da komme ich nicht rein. Da halte ich mich halt mit seiner Mama in der Küche. Komm, reden wir über ihn. Hier, ein Busch. Über den Busch hat sie sich nicht gefreut. Warum nicht? Wer freut sich auch über Büsche? Ah, Steinzombie, einfach aus dem Boden. Ach. Du, so ein Busch kann doch ganz hübsch sein, wenn du den gerade irgendwie draußen im Garten pflanzen möchtest. So als Sichtschutz oder so. Ist doch super. So ein super Busch. Würdest du sonst draußen streamen? Das ist doch mal eine Idee. Oh, wenn man das könnte, ne? Ja, im Garten oder so. Aber halt irgendwie, das ist halt, dass man die Nachbarn aber auch nicht nervt. Ach, das ist mir doch scheißegal. So eine Dauerbeschallung, hä? Das ist mir scheißegal bei dem Wetter. Ach so. Ach, ich sehe jetzt erst, das sind keine Zombies, das sind Golems einfach nur. Ah, okay. Also ich glaube, Sam habe ich für heute verpasst. Der verlässt sein Schlafzimmer nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn noch in einem Haus stalken soll. Nee, es ist zu. Okay. Nice. Was kennst du, Plötze? Die Keule ist toll. Die macht richtig gut Damage. Vor allem, macht die AOE Damage? Ich glaube, dieser Schlag auf dem Boden, ich glaube, der macht AOE Damage. Ach. Das mit den Frauen. Ach so, Plötze. Aber du hast doch... Ich dachte, du hattest eine Frau. Hm? Dann darfst du sowas aber nicht sagen. Hä? Der Plötze. Okay. Hat schon eine und sagt, ja, ich kenne das mit den Frauen. Ja. Das sind mir die Liebsten. Eine Schleuder. Und davor hat mich... Nur die eine will mich. Die Schleuder. Davor hat mich Hohl gewarnt. Wir sind jetzt übrigens Stufe 40. Ja, damit ich mir das nicht mehr antun muss. Ach so. Also war das sozusagen, bevor du deine Frau hattest. So. Okay. Gnadenliebe. Ich verstehe. Man darf mich auch aus Gnade lieben, da habe ich auch kein Problem mit. Ich bin nicht wählerisch. So. Ich brauche noch einen Baum. Einen Kopf. Ein Mitternachtsbaum. Der Typi kriegt halt morgen seine Cola. Ist mir jetzt echt zu doof. Ich habe den jetzt den ganzen Tag nicht mehr gefunden. Okay, ich kenne schon mal, wo der hin ist. Oh Gott, hat mich gerade die Vogelscheuche erschreckt. Ist ja wie bei Pineview Drive hier. So. Glühwürmchen! Ich meine, hier oben ging es schneller, wenn ich hier längs gehe. Nach Hause. What? Vogel? Plötze, Schleimer. Niemand mag die Schleuder. Ich muss die gleich mal ausprobieren. Leute sagen... Das ist eine Schleuder? Ja, wenn du in Ebene 40 gehst, ne, da ist ja eine Truhe. Mhm. Und in dieser Truhe ist eine Schleuder. Cool. Ich will die auch haben. Dann hol sie dir. Mach ich. Morgen. So, noch schnell sein. Was geht hier ab? Großvaters Schrein hat Geräusche gemacht. Was? Was? Hilfe? Großvaters Schrein, was? Großvaters Schrein macht Geräusche. Ich gehe hier weg. Ich gehe hier weg. Nee. Das ist nicht meins. Hier ich muss einmal ins Bett. Männliche oh, Gnadenliebe. Schon wieder spät. Ah, Hashtag Nohomo. Männliche. Eine Spende von 5 Euro ist männliche Gnadenliebe. Ja, damit kann ich leben. Vielen Dank für deine Spende, Dude. Sehr geil. Ja, 82, ich habe nicht viel gemacht. Ich wollte jetzt nicht da groß rumpopeln.
Popeln. So. Also, es regnet anscheinend. Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitz die Ohren. Hier ein kleiner Überblick über die Fische, die du nur im Sommer finden kannst. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag. Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und den Bergen am Tag. Kugelfische im Ozean am frühen Nachmittag. Und Oktopusse im Ozean am Morgen. Schnapp sie dir, solange sie da sind. Ja, wie war das, wenn es regnet, muss ich nicht gießen, ne? Ja, voll gut. Voll cool. Zeit gespart. Dann brauche ich die Katze wahrscheinlich auch nicht gießen. Darts, wir lieben dich aber, Schorschmann. Oh. So, und die nächste Etage. Ui, der Mine Gewitter! Oh, das ist geil. Das ist ein Gewitter hier gerade? Ja, geil! Cool. Das ist ja richtig cool. Oh, 4 Holz hast du mir reingelegt. Oh, ja. Danke. Die Flashbang habe ich, hab ich gesehen. Jesus, es ist... Alter. Ui, mit Live-Wetter. Was? Ist bei dir auch Gewitter? Nee, ich wünschte, hier wäre Gewitter. Also ich glaube, bei niemandem ist gerade Gewitter. Obwohl es mir seit Tagen versprochen wurde, dass gewittern soll. Oder generell hier mal regnen. Hier war schon zweimal. Zweimal in der Nacht. Der deinen Namen trägt. Bäh. Eine Cola gefunden im Wasser. Ach, bei dir ist Gewitter gerade plötzlich? Oh, cool. Wo wohnst du nochmal? Vielleicht zieht es ja rüber. Hier wird es auch schon ein bisschen dunkel am Himmel. Dafür braucht ihr Blitzableiter. Da kann man echt was draus machen? Geil. Wieso geht das nicht? Ah, wieso kann man manche von den Bäumen nicht fällen? Dortmund. Vielleicht zieht's ja her. Ich wünschte, es würde hier endlich mal regnen. Es ist einfach hier, die Luft steht. Okay, vielleicht zieht's auch zu dir. Ich hoffe es. Weil, einfach mal Regen. Das würde die gesamte Wohnung hier einfach so interessant runterkühlen. Interessant. Ach, der ist ja noch im Bett, stimmt. Der schläft ja immer bis um 10. Vergessen. Oh mein Gott. Abigail hat ein Meerschweinchen namens David. Nicht in die Mikrowelle tun. Ach, hatte ich nicht vor. Gut. Jetzt schon. Ich habe hier 2 Geschenke schon gemacht diese Woche. Echt? Das halte ich für ein Gerücht. Okay. Ach, mehr als 2 gehen ja gar nicht, gell? Ja, mehr als 2 in der Woche geht nicht. Jetzt muss ich wieder bis Montag warten. Ah, dann kann ich ihm das wahrscheinlich jetzt gar nicht schenken. Ja, ich habe ihm schon 2 Sachen geschenkt. Gott. Hier ist gerade der Blitz eingeschlagen. Bei mir. Ach du Scheiße. Kann man sterben? Find's besser nicht heraus. Oh Gott. Ich will noch nicht sterben. Vielleicht sollte ich in die Mine gehen. Ach, egal. Ich habe gerade Bäume gefunden. Das passt schon. Passt schon. Warum haben wir gerade Geld bekommen? Weil ich Sachen verkauft habe. Ah, cool. Hast du schon probiert, ob man das Schwert verkaufen kann? Nee, tatsächlich nicht. Müsste man ja zum Schmied mit. Hm. Ich muss mal gucken, ob überhaupt meine Hacke jetzt mal, Spitzhacke fertig ist. Ach ja. Weil wenn die fertig ist, dann können wir den ja tatsächlich mal erst wieder benutzen. Vorher... Ich dachte, deine Axt... Nee, ich hab die Spitz... die Axt, ja, klar. Ja, Kupferaxt. Erhalten Kupferaxt. Okay. Dann können wir gleich mal die 2 Geoden knacken, die wir hier haben. Klink. So, jetzt schaut das doch langsam mal nach was aus hier. Das irritiert Blitze von der Seite durchs Fenster und Blitze vom Monitor. Ja, das kann ich dir... Kann ich mir vorstellen. Kann ich dir vorstellen. Okay, habe ich nichts. Hallo, Hamster. Kann ich ja so alles verticken.
Waffen kann man in der Abenteuergilde nahe der Mine verkaufen. Ich kann uns endlich den Stahl kaufen. Jetzt schon scheiße, dass man die Materialien auch selber bringen muss irgendwie. Macht aber schon irgendwas Sinn. Ey, Kobolasti, vielen Dank für den Sub. Der Herzmuschel. Irgendwie ja schon. Mir geht's super. Und dir, Hamster? Ich bin nur ein bisschen, mir ist nur ein bisschen heiß. Aber sonst ist schön. Ich muss echt aufhören, alles mit meiner Keule zu machen. Regnet ja gerade. Nein. Und deine Keule. Die Keule ist gut. Mit der Keule im Bett. Die Keule macht halt super Schaden. Jetzt ist hier der Blitz einge... Oh mein Gott, ich gehe. Heute ist kein Tag zum Angeln. Ich hab's begriffen. Einfach mal gerade der krasseste Blitz des Lebens hier eingeschlagen. Ich will so einen Blitzableiter haben. Ach, ich brauche auch Munition für das Ding, okay? Keine Ahnung, was benutzt man denn da als Munition? Blitz! Ich glaube, den Hecht brauche ich auch. Als Opfergabe. Der Regen dämpft alle Geräusche, also kann ich lauter Gitarre spielen, ohne dass meine Mutter sauer wird. Hehe. Der Sam ist ja cool. Spielt Gitarre. Spüre den Zorn der Götterherd. Boah. Ich lese doch gerade von Big Chili. Spüre den Zorn von Thor. Ich muss da, weißt du, wenn ich mal so diesen Satz höre, spüre den Zorn von, dann muss ich immer an SpongeBob denken. Ich muss da an Captain Planet denken. Ich weiß nicht warum. Wieso Captain Planet? Keine Ahnung. Ich meine, bei SpongeBob meint man ja so, spüre den Zorn der Götterherd. Boah, rastet total aus und also was. Oh, warte. Nice. Ich schaue gerade mal wieder Captain Tsubasa und die tollen Fußballstars. Oh, cool. Wo wir gerade von alten Animes, also ich zumindest, von alten Animes rede, wegen Captain Planet. Ich wusste gar nicht mehr, dass so ein Fußballspiel irgendwie über 10 Folgen geht. Ja. Das ist so witzig einfach. Das Schlimme ist, es war sogar eigentlich gut, soweit ich seine Erinnerung habe. Richtig cool, ja. Ich find's immer noch cool. Und das Beste ist, ich mag keinen Fußball. Aber das, wenn Fußball in echt so wäre wie da, dann würde ich's cool finden. Jetzt haben wir schwarzes, hier, Bündel fürs schwarze Brett. Aha. Was machen wir damit? Da brauchen wir auch wieder Zeug, alles Mögliche. Okay. Also, mit dem kann ich hier nichts machen. 10 Folgen von einem Tor zum... Ja, der läuft ja wirklich über die komplette Welt immer, ne? Also, ein Fußballfeld ist irgendwie... Wow. Ey, wo wollte ich denn hin? Ach, ich wollte schauen, ob die Tante noch offen hat, dass ich mir jetzt endlich noch einen Hühnerstall kaufen kann. Dann können wir die Abigail da reintun. Was? 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 Nichts? Ich will definitiv nicht schwimmen gehen, falls du fragen willst. Aha. Nee, den Emo-Typen da, den will ich nicht. Der ist. Niemand will den Emo. Der ist so pessimistisch, das macht mich traurig. Der arbeitet im Einzelhandel, sowas kommt natürlich. Ja. Lass es dir von jemandem aus Erfahrung sagen. I was there. Oh, warte, ich kann da ja... wirst du ja auch fertig, du. Okay, darf ich mal kurz das Timing hier bemerken? Ich schwing aus Spaß, mal um zu gucken, ob das jetzt anders sieht, die Axt und ein Blitz schlägt ein. In genau demselben Moment. Oh Gott. Ich bin Thor. Ich habe meine Angel nicht mal dabei. Ich wollte gerade angeln. Und geklippt. Vielen Dank. Ich meine das Timing. Wie geil.
Geh ja schon. Nicht hier einschlagen. Nein, nein. Man kann Tiere benennen und man könne als Huhn Abigail nennen. Oh, you wouldn't dare. Spüre den Zorn. Okay. So, aber ich gehe schon mal wieder zurück, räume mal mein Inventar ordentlich auf. Warum bin ich jetzt hier hingegangen? I don't know. Oha, it's the same. Ich hab's vergessen. Scheiße. Ach, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte mir meine Bambusangel holen. Was? Angeln? Ja, ich hab gedacht, ich angel mal. Einfach mal so. Vielleicht fange ich ja was. Ich muss sagen, jetzt im Sommer ist es irgendwie schwieriger zu angeln, so ein bisschen. Also vor allem Meer. Da sind um einiges krassere Fische, möchte ich mal sagen. Mhm. Ich habe ein Treibholz geangelt. Und jetzt bin ich zu müde. Jetzt muss ich ins Bett. Ich kann hier nicht mehr durch. Oh Mann, das ist den Weg zu gut. Der war da schon. Ich habe das schon seit Ewigkeiten zu jetzt. Ich weiß, aber jetzt wollte ich hier durchgehen. Bei Gewitter mit einer langen Route üben. Über den See. Gute Idee. Ja, schon. Ist ja nicht aus Stahl. So, ein bisschen Hartholz brauchen wir noch. Dann hätten wir das auch tatsächlich schon. Ah, cool. Und warte mal, du brauchtest ein wie viele Eisenbahnen? Oh, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Weil einer ist jetzt gerade im Ofen. Okay, cool. Ich weiß gerade nicht, ob ich schau morgen. Zur Not, wenn du mehr brauchst, dann würde ich den erstmal nehmen, dann könnte ich uns nämlich eine Recyclingmaschine bauen, um den Müll zu verwerten. Ja. Cool. Und jetzt gucke ich mal, kriege ich diese großen Baumstümpfe weg? Ja, ich kann diese großen diese übergroßen Baumstümpfe jetzt weghacken. Und, krieg dadurch tatsächlich Hartholz. Ja, thought so. Ah, okay. Das heißt, ich kann... Ja, das ist cool. Ich kann also morgen das Bündel für die Natur fertig machen. Mhm. Ja, ich bin schon im Bett. Ich schau morgen nach. Ja, ich mache nur noch schnell... Ich ratze kurz noch die Stämme weg. So, dass ich morgen das direkt abgeben kann. Das sollte reichen. Ich glaube, 10 haben wir gebraucht und ich hatte irgendwie schon ein paar. Ja, Hartholz sind diese mega krassen Baumstämme. Hey, Hellriderer. Ist immer wieder ein leichter Zungenbrecher. Boom. Ist die Absicht dahinter. Drop the bass. Boah, ich bin ja jetzt schon fast komplett erholt. Von der Maschine kann man Eisenerz bekommen. Also wäre die Recyclingmaschine sogar ziemlich praktisch. Mhm. Weil ich dadurch mehr Eisen herstellen kann und aktuelles Eisen... Ja, dann Eisen, machen wir das. Aktuelles Eisen ja noch relativ selten. Ich kann einen Zapfhahn herstellen. Du kannst dein eigenes Bier machen. Wie geil. Das Shiba-Bier. Ein Traum wird wahr. Das wurde sowieso gesagt, man kann sich selber Bier brauen. Geil. Da braucht man aber auch halt Sachen für. Ja. Yeah. Hopfen. Okay. Da ist Hopfen und Malz verloren. Erwarte Einladung. Es regnet ja immer noch. So, ich brauche dafür Stein und Holz. Das ist aber von irgendwann anders. Okay. Oh, was mache ich denn hier? Da hat der Blitz eingeschlagen hier, oder was? Da sind zwei Sachen kaputt. Ist ja traurig. Oh. Ganz, ganz traurig. Stein hier. So, ich guck mal, wie es den Sommerzeug geht. Was ist eigentlich das hier? Oh, mittlerweile ganz nice. Und da es immer noch regnet, muss ich da nicht noch hin. Ja, das ist cool. Jetzt können wir diese großen Baumstümpfe komplett mal zerlegen. Ja, voll geil. Eigentlich können wir denn hier unten... Ich meine, hier unten haben wir eine super große Fläche. Wenn ich jetzt also noch eine... jetzt haben wir das Geld nicht mehr. Ja, warte. Das können wir beheben. Jetzt wollte ich den Hühnerstall holen. Jetzt haben wir das Geld nicht mehr. Ja, warte. We can fix this. Trust me. I can fix this. 4.000 war das, ne? Ja.
Okay, warte, warte. Ich hab Ärger an dir. Das geht ja gar nicht hier. Aber da ich jetzt sowieso noch... Ah, shit. So. 9 Uhr, warte. Dann gehen wir erstmal... Oh, ich hab Müll. Wobei, na. Wir warten kurz. Wo hab ich die Eichel jetzt her? Du, ein bisschen durch die Stadt spazieren mit Eisen in der Hand. Ja, ich könnte aber auch Treppen herstellen jetzt. Von dir ist ja ganz viel kaputt gegangen. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, da hat der Blitz eingeschlagen. Donnerwetter. Oh. Na, ich habe noch ein paar Samen, also von daher. Kein ja, Neufe, aber kein ein paar Sachen sind kaputt gegangen irgendwie. Bei mir auch 2 Sachen. Schade. Oh shit, bei dir kann ich nichts verkaufen. Zapfhahn. Was brauche ich? Also für... Warte, erst was der Sprinkler, ne? Wo ist der? Bienenhaus? Ah, geil. Da können wir Honig machen. Vor allem es blitzt und dönert immer noch. Okay, warte, ich weiß, wie ich an Geld komme. I have a plan. Einen Kupferbahn und einen Eisenbahn brauche ich. Und für den Zapfhahn brauche ich auch 2 Kupferbahnen. Ja, aber ich würde eher sagen, jetzt wo ich gelernt habe, dass man mit dieser Recycle-Maschine halt dann auch... Dann machen wir erst die. Ja, wenn wir da nämlich mehr Eisen draus kriegen. Weil man braucht ja mal 5 Nuggets, um einen so einen Bahn herzustellen. Mhm. Das ist schon immer ein bisschen was. Ist ja auch nicht, ist ja auch aktuell noch nicht so häufig. Ja, kann man dem Pierre irgendwas verkaufen jetzt vielleicht? Alter Seemann, ich habe mit Achievement dafür gekriegt. Ich könnte mal versuchen, ob ich das eine Schwert verkaufen kann. Alter Seemann. Ja, Seemann. Weißt du, ein bisschen Seemannsgorn und so. Ja. So was hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Ich hätte gern einen Roller oder so, um mich schneller zu bewegen. Ja, irgendwie um was, womit man schneller ist, hätte ich auch gerne. Das wäre cool, ne? Oh ja. Vor allem irgendwas, was denn die, was weniger Energie verbraucht und so. So. Ja. Geld da. Ah, geil. Ich habe Fisch verkauft. Ich verkaufe noch das rostige Schwert. Wenn das geht. Probier's mal. So, warte mal. Help me! Wetter! Hatte ich nicht. Ach so. Nee, brauche ich doch gar nicht. Oh, man kann es nicht verkaufen. Was machen wir denn mit dem Schmarrn? Hm? Ja, mit dem rostigen Schwert, das brauchen wir ja nicht mehr. Kann man auch nicht verkaufen? Nein! Oh nee, also ein bisschen Abenteuergilde, ne? Nee. Man meinte, es soll man in der Abenteuergilde verkaufen können. Ach, wo ist die denn? Moment, für jeden Erfolg verkauft die Maus mehr Hüte. Oh, warte mal. Bei der Maus war ich noch gar nicht. Ich habe jetzt gerade eh kein Geld, also von daher. Die habe ich voll vergessen. Ich hole jetzt erstmal den Hühnerstall und dann gehe ich zu der Maus und zu der Abenteuergilde. Sonst komme ich nämlich noch in Versuchung, weiter Geld auszugeben. Ja. Oh nein, du bist pitschnass. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich hätte mir ja auch einen Schirm mitnehmen können. Ich mag das ja. Ich stehe auf so einen Scheiß. Wähle einen Ort. Ich muss aussuchen, wo wir den Hühnerstall hinstellen wollen. Ja, bei uns, ne? Ja, vielleicht da oder da? Hä? Wieso geht das nicht? Ich Idiot. Ich könnte die ganze Zeit den Bündel abgeben und renne in die völlig falsche Richtung. Evo Xtavion, vielen Dank für dein Follow. Ich Vollidiot. Vollidiot. Hä? Also irgendwie funktioniert das nicht. Moment. Bauen. Ah, bauen. Bauen. So geht das. Soll ich die Hühnchen so irgendwie bei dir hinstellen? Ja. Bei deinem Häuschen so? Ich mag Hühnchen. Okay. Machen wir die hier hin. Hui! Wir haben Hühnchen!
Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Okay. Perfekt. So, und hier ist irgendwo die Abenteuergilde, oder wie? Bündel komplett? Oh, ja. Cool. Kohlebrennofen? Aha. Macht soll man den Stücke, opfern? Macht, nee, hier Kohlebrennofen. Macht 10 Stücke Holz zu einem Stück Kohle. Haben wir dadurch bekommen. Ach, hier geht's noch weiter. Okay. Achso, das ist sowas. Und Winter sind wir ja nicht. So, was kommt jetzt? Aha. Ach, ich bin schon in der Abenteuergilde, weil du wahrscheinlich da beigetreten bist. Hier kann man auch bessere Schwerter kaufen. Hm. Cool. Und ich kann die blöden Schwerter verkaufen. Rostiges Schwert, rostiges Schwert. So. Fertig. Sehr geil. Das ist aber hübsch hier. Ach so. Wow, okay. Ja, Fisch habe ich keinen wirklich, wo ich da abgeben kann. Gucken wir doch mal da beim neuen. Das war ja das hier, wo wir das meiste nicht von haben. Um genau zu sein, wo wir absolut nichts von haben. Okay. So, was ist jetzt bei dem Tresor hier? Was? Oh, haben wir wenig Geld jetzt? Wow. Die Bündel beim Tresor, die musst du dir kaufen. Nein. Doch, das günstigste kostet 2500. Das zweite 5000? Das, oh dritte, Gott. Das dritte 10.000 und das letzte 25.000. Was? Kriegst du, wenn du die Bündel beim Tresor machst, die ich jetzt freigeschaltet habe? Ach du Scheiße, okay. So, Schleim dürfen wir doch eigentlich auch bald haben. Ah gut, okay. Eieiei. Alter, ich bin ja mal gespannt, also da, was das bringt, wenn du da was, ne? 1000 ist ja schon, 1000 ist eine Ansage. Aber mal so ganz doof gefragt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit in dem Spiel, sich schneller fortzubewegen? Das wäre so toll. Dafür wird der Bus zur Wüste, man kriegt ein komplett neues Areal dafür? Okay, das klingt cool. Ich glaub, Spoiler! Naja, ja gut, an sich ist es ein Spoiler, yes. Aber du hast ja auch gefragt. Ja, ich habe auch gefragt. Aber ich hab's auch gehört. Na, ist egal. So, ich brauch mal Holz. Ich tue so, als wüsste ich von nichts. Was? Tatsache, hier wird jetzt ein Hühnerstall gebaut. Ja, geil, ne? Wie cool. Oh, deine Samen da unten sind voll im Arsch. Alle? Nee, aber einige. Hihi, der Hühnerstall. Hui, hast du eine tolle Axt. Ja, ne? Die ist auch voll praktisch. Voll. Bolzt einfach mal diese ganzen lästigen großen Holzstümpfe weg. Das Problem ist halt, man kriegt da draus nur Hartholz. Ah, okay. Da war ein Blitz. Mhm, hab ich gesehen. Okay, ein bisschen brauche ich noch. Es sind immer die gleichen Leute im Saloon. Naja, die haben alle ihre Routine, ne? Mhm. Jetzt die Frage, was können wir mit dem Hartholz anfangen? Ich nicht, ich mache das jeden Tag anders, wie ich Bock habe. Ach, und diese hohlen Bäume, die kann man später mit dieser Stahlaxt fällen. Ach du Scheiße. Weißt du, wofür der Zapfhahn ist? Höchstwahrscheinlich. Damit kann ich... Zum Zapfen. Nee, Sirup von Bäumen bekommen. Den hau ich in Bäume rein. Cool. So geil. Ich will Pancakes dazu. Ah, ne, warte. Erstmal Recyclingmaschine. Brauch noch das Rezept für Pancakes. Auch wenn wir haben ja jetzt auch einen Kohleofen. Weil ich da noch keinen richtigen Sinn drin sehe. To be honest. Ja.
Dieser Donner ist zum aber Heizen. Auch, dieser Donner ist aber auch eine ja. So, Recyclingmaschine. Schon hell, ja. Kann ich offenbar nicht auf Holz stellen. Ach so, ja, da soll Müll rein. Habe ich gerade Müll zufällig? Nee. Doch, wir haben Müll. Wir haben eine Brille und irgend so ein komisches Stöckchen habe ich da. Oh ja, rein. Hier. Mal ausprobieren. Ich sollte echt aufhören, Sachen irgendwo reinzupacken, wenn es dann explodiert. Versuch den Regen zu überzeugen, in Sachsen Richtung zu ziehen. Leider erfolglos. Ja, aktuell ist hier immer noch mega warm heute. Witzigerweise ist es trotzdem irgendwie erträglicher als gestern. Echt, heute ist es hier eigentlich heißer als gestern. Gestern war es nicht so schlimm. Komischerweise, es ist laut der, also laut Wetterbericht. Oh mein Gott. Ach, verfeinerter Quarz. Ach, das ist Quarz. Ach, schade. Ich dachte, das wäre... Ich kann auch einfach Holz reinstopfen. Hier diese Zweige, die ich angel. Geil. Also hat Müll jetzt tatsächlich Sinn. Yay. Oh. Das, ja, das wollte ich. Das ist praktisch. Ach, da kann man das nicht hinbauen. Aber da oh. Könnte ich. Aber ich will nicht in der Wiese sitzen. Das ist irgendwie doof. Hier vielleicht? Die mal weg. Ja! Lagerfeuer. Ja! Setzt euch ans Lagerfeuer. Okay. Gemütlich. Aber jetzt muss ich ins Bett. Bin müde. Ach, guck mal, da kriegt man Holz draus. Das ist ja witzig. Du verbrennst Stöcke und kriegst Holz da draus. Ja! Yeah! So funktioniert das. Okay, morgen ist Angeltag. Ups. Ah, schön. Ich bin am Sonntag umgezogen und dezent gestorben, glaube ich. Ach komm, jetzt kann ich auch zurückfahren. Perfekten Tag zum Umziehen. Ja, bei dem Wetter. Das Einzige, was ich umziehen würde, sind meine Klamotten. So. So. Oh, es ist mal die nicht... Die Musik ist ja lustig. Ja. Ach guck mal, da arbeitet sie schon. An unserem Hühnerstall. So. Die ist noch vor uns. Bin gleich wieder da. Vor uns wach. Ich muss mal das ganze Wasser wegbringen, was ich gerade getrunken habe. Ja, bring das mal weg. Komisch, dass sich das nicht ausschwitzt. So wie bei mir eigentlich. So, einmal die Gießkanne. Den ganzen Kram mal ein bisschen ordnen hier. Na, richtig so. Sind jetzt eigentlich alle tot oder? Der hier ist tot. Na. Angeltag. Muss Angel Level 7 werden, damit ich Zeug kann. Hm? Hast du eigentlich schon 9 Stuhl? Ja, ich hab schon. Also, mein Stuhl ist mein geringstes Problem. Die einzige Sorge, die ich aktuell bei meinem Stuhl habe, ist, dass ich daran festklebe. Das ist aktuell das einzige, ne? Ich sollte echt aufhören mit dieser Keule. Was haben wir denn hier? Hätte gern Oktopus. Ein Oktopus. Nee. Oktopus ist schwer zu bekommen. So, erstmal. Komm on. Let me in. Hey, my dude.
Tschüss, mein Dude. Klopf, klopf. Noch so und manchmal sehen merkwürdige Lichter übers Meer springen. Ich will sie nicht immer. Okay, habe ich. Zur Not habe ich noch genug davon. Gut. Auf zum Angeln. So. Willkommen fast zurück. Da. Fast da. Fast. Ich muss mich gerade noch hinsetzen. Du. Heiß. Also da hätte ich echt gern einen Pool eigentlich an solchen Tagen wie heute. Oh ja. Ja, ich hätte generell gern einen Pool. Ja, okay. Kann man immer nutzen, gell? Eben. Würde ich auch im Winter reinsprengen, so ist es nun nicht. Ja, kann man ja heizen. Du, erstmal das. So. Ich meine, ich habe auch schon. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir bei Amazon so ein. Ich habe ja so einen Gutschein bekommen von meiner Cousine zum Beispiel. Oder nenne ich zum Beispiel. Über 25 Euro. Und ich war am Überlegen, ob ich irgendwie 5 Euro drauflegen soll, um mir denn so ein. Um mir ein Fußbad zu holen. Und dann so kalt Wasser rein und dann sagen, so. Das ist eigentlich perfekt. Soll ja, also, wenn man das macht, soll ja richtig helfen eigentlich. Ja, vor allem, also an den Füßen ist es eigentlich immer mit am wichtigsten, ne? Eben, und die sind wenn ja jetzt gerade... Wenn die Füße so im Kalten stehen, ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Das soll ja den Körper ungemein kühlen. Ja. Deswegen, ich alles an. Ja. Ich meine, klar, ich könnte auch einfach eine große Schale nehmen und einfach da. Aber ich habe dann immer Schiss, dass das rüberschwappt. Und bei so einem Fußbad ist das immer noch mal so. Die sind immer meistens so gemacht, dass da nicht so viel überschwappen kann überhaupt. Ja. Außerdem vor ist allem es kannst du. Bei so einem Fußbad kannst du auch Whirlpool anmachen und dann sprudelt es noch schön. Ja, genau. Du musst deine Samen heute gießen. Hab ich schon. Ach so. I already did this. Ich bin schon am Angeln. Bin voll in Action heute. Bei mir ist auch was kaputt. Nur, dass die Dinger echt extrem laut sind. Ich hatte so ein Fußbad mal. Und das war einfach... Das stört mich nicht. Also, ich würde es dann ja auch benutzen, wenn ich nicht am Stream bin, sag ich mal. Ja, das wäre dann doof. Dann hörst du eine Brrrr. Ja. Ich meine, es wäre mir mittlerweile im Sommer auch scheißegal, weil dann ist mir weniger warm, ja, du musst ergo ja nicht, meine du Laune musst ja ist besser. Sprudeln anmachen eigentlich. Hauptsache, du kannst deine Füße in kaltes Wasser stellen. Eben. Das Problem ist, wie gesagt, an sich würde ich auch eine große Schüssel tun, aber euer Schoschmann lebt auf großem Fuß, also... Zwei große Schüsseln. So in etwa, ja. Für jeden Fuß eine. Dann bitte mit Fußbadcam. Nee, das mache ich nicht. Dann kommt der Fußfeti wieder. Oh, dieser... Alter, dieser... Oder meinst du den Chaso? Ja, der kann das machen. Ja. Der kriegt deinen eigenen Fußfeti. Oh, fuck. Also diese Ecken, wo blubbert, da ist richtig schwer zu angeln. Da brauche ich wahrscheinlich wirklich diese Angel, die 7000 kostet. Mhm. Oh, was ist denn hier passiert? Wir haben Holz! Wir haben Holz. Dieser nice. Wiederverwertungsofen ist echt lustig. Diese Recyclingmaschine oder der... Ja! Ja, der ist schon... Ich meine, es ist ja praktisch, ne? Mhm. Aber es ist halt witzig, dass ich einfach 2 Stück Holz gerade bekommen habe. Das ist praktisch schon irgendwo. Nur für Mädchen. Psst, ich brauche Quarz. Du weißt wofür. Behalt es für dich, okay? Hayley. Was? Wo will sie sich denn hinstecken? Findest du in unserer Truhe? Da haben wir noch Quarz. Ich hole ihn und dann frage ich sie, was sie damit jetzt vorhat. Es ist etwas komisch, aber okay. We don't judge. Du kennst deinen Fußfeti? Ach, warst du da nie dabei? Der kam schon öfter im Stream. Echt jetzt? Mhm.
Weird. Ich hab gefragt, ob ich meine Socken ausziehen und die Füße in die Kamera halten kann. Okay. Es gibt alles! Es gibt einfach alles! Ja, Plötze, echt! Schreibt gleich irgendjemand. Ja, hi, ich bin immer da. Ich sag nur nichts mehr. Ja, ja, es gibt alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, gibt's auch. Alter. Diese Fische, die sind so schwer zu fangen. Frische Fische. Ich bin sowas von der Angler. Ja, da wohnt die Haley. Ich hatte doch recht. Aber sie ist nicht zu Hause. Bitte, wo da, das hält sich die Haley gerne auf? Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton? Ja, wenn sie nicht da ist. Ach so. Bauer zu sein klingt so langweilig. Was machst du überhaupt den ganzen Tag? Angeln. Mich um Pflanzen kümmern, die Höhlen erkunden, in deinem Zimmer herumschnüffeln, Schätzen suchen. Ich mach das mit dem Zimmer, das finde ich gut. Jo. Was? Du machst das besser nicht? Ach, das war die Haley. Oh, ich hab sie gerade geärgert. Die ist voll sauer. Die ist voll piefig. Egal. Ja, jetzt gebe ich ihr ihren blöden Quarz und dann ist sie wieder glücklich. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Hihi, ich bin so glücklich. In Wirklichkeit bin ich total deprimiert. Und was machst du jetzt damit? Was machst du damit? Haley? Haley? Ja, seht ihr, ich komme ja gar nicht so schnell nach damit. Das ist ja... Die sind ja viel zu stark, die Viecher. Der Ofen riecht wie frische Törtchen. Ich glaube eher im Ofen riecht's nach frischen Törtchen. Törtchenmilch, ein dicht verschlossenes Glas Cornichons und Quinoa-Salat. Also, was macht die denn hier alles in ihrer Küche? Ja, Wahnsinn. Nein! Oh, ich habe die Truhe nicht bekommen. Wie uncool. Mag die mich jetzt? Aber war das nicht wie ein Geschenk? Oder heißt es, sie mag das immer? Sie liebt Quarze. Ich glaube ja. Wenn ich ihr jetzt noch einen bringe, ist das dann ein Geschenk? Ich glaube. Aber der Sam ist dem Dolph wirklich nicht so unähnlich, wenn, wie ihr vorhin schon festgestellt habt mit dem Skateboard. Du ziehst Leute an. Nee. Gut, dass ich aufpasse. Ja. Mach doch gar nichts. Ich mach doch gar nichts. Ich brauche echt die krassere Angel, glaube ich. Sonst muss ich mir bald was Neues zulegen. Die ist teuer, oder? 7500. Okay, da müssen wir noch viel arbeiten bis dahin. Kekslob, danke dir fürs Followen. Ich nehme ja auch... Ein Frosch! Wow. Cool. Ich nehme ja durch gewisses Fischen auch ordentlich was ein. So ist es ja nicht, aber... Ich nehme mal noch einen Quarz mit. Ich muss das jetzt testen. Ob die Haley sich dann nochmal freut. Na komm. Der geht ein bisschen runter. Ja, ah, fuck you. Okay. Du bist hochkonzentriert, ich merke schon. Ja, es ist, Angeln ist im Sommer definitiv schwerer geworden. Mhm. Da sind einige Fische, krass. Die... Weil im Frühling waren die Fische, die waren schon fast immer tot auf dem Boden. Da musstest du für ein Perfect einfach nur warten, bis er angebissen hat. Jetzt kann es sehr häufig sein, dass der Fisch einfach komplett ausrastet. Und dann stehst du da. Mit runtergelassener Büchs. Oh nein. Dann brauche ich ja jetzt gar nicht anfangen mit dem Angeln.
Ich war ja im Frühling schon schlecht. Naja, du hast ja die jetzt die neuere, ne? Also nicht die erste. Doch, ich hab die erste noch, die Bambusangel. Ja, dann könnte es problematisch werden, glaube ich. Den Seeigel brauche ich möglich. Ich habe einen Fisch gefangen bisher. Nice. Also im ganzen Spiel. Nicht heute. Ja, ja. Okay. Ein bisschen was Wieso verkaufen. Wachsen denn die Bäume hier nicht? Ich habe hier so schön Bäume gepflanzt. Ich gehe jetzt ins Bett. Das hat doch alles heute keinen Sinn. Na, ich warte noch kurz auf die Maschine. Ich bin noch nicht mal so müde, aber... Vor allem, ich finde es nur interessant, dass ich das jetzt alles wiederverwerten kann, was man da für Müll findet. Ja. Ach, Kohle kriegt man da draus. Und da draus? Aus Papier? Okay, das werden wir morgen erfahren. Die ist da ja immer noch am Arbeiten. Schlafen! Man könnte meinen, die schläft. Ich glaube, morgen sind wir total fit. Topfit! Fisch in Stufe 6. Ein Dreher. Okay. Was ist ein Dreher? Und neues Rezept: Fallenfischköder. Oh, das heißt, ich kann also. Schade, man dachte, man sieht dich. Ich stream meistens ohne Facecam. Entweder führt das bei mir zu Problemen, was den Stream angeht. Oder ich sehe einfach scheiße aus. Letzteres ist häufiger der Fall. Die ist immer noch am. Frau, du musst ja auch mal, ne? Was? Oh, wie lange braucht die denn? Die braucht einen kompletten Tag für so ein bisschen Holzdinge. Also, es ist ja. Die Katze ist tot! Was? Hast du die Katze nicht gefüttert? Die ist doch nicht tot. Ich hab grad. Sie hat. Laber doch. Schau sie dir doch an, wie sie da tot mit der Zunge draußen da liegt. Ich hab sie eben gerade noch angesprochen. Sie war voll okay. Und sie hat dir geantwortet, ne? Ja, ja. Ja. Ja, wer ist eigentlich der andere Boy dort mit ihr? Der andere Boy, das heißt, ich wäre ja auch einer. Sehe ich so männlich heute aus? Hör ich da ganz viele Schallabsorber? Was? Die Katze ist tot. Ich habe einen Popschutz. Mehr habe ich gar nicht. Ja, so ein Popschutz ist schon wichtig. Und Schallabsorber. Damit man nicht lauter kleine Mikros bekommt. Um genau zu sein, Schallabsorber ist so eine Sache, ne? Ich kann nicht einfach mein Zimmer neu umtapezieren. Ich habe jetzt gerade sogar ein Fenster weit offen und Ventilator an. So, yeah. About this. Hört man gar nicht. Nee, echt nicht? Nee. Ich finde immer, das hört man total. Also, ich höre keinen Ventilator. Und auch keine Außengeräusche. Dann hast du alles zugestellt. Das kann es sein, ja. Nee, mein Wohnbereich ist... Oh. Ziemlich zu, ja. Es ist Sonntag, wir müssen fernsehen. Ich mach das heute Abend. Okay. Grüße. Füße. Grüße. Ein gebackener Fisch. Oh. Ich bin ganz ohr. Immer wenn ich dieses Gericht hier zu Hause zubereite, werden meine Katzen total verrückt. Ich brauche einen zweiten Koch allein dafür, sie abzuhalten, sich einen Bissen zu genehmigen. Stell einfach sicher, dass der Fisch frisch ist und vorzugsweise selbst geangelt. Jetzt sieh her, wie ich den Fisch auf diesem Bett voller Frühlingsgemüse anrichte. Ha, ist das nicht köstlich, dieser Fisch? Du hast gelernt, wie man gebackener Fisch macht. Juhu. So. Ich brauche eine Küche. Das finde ich interessant, dass ihr nichts vom Ventilator oder von irgendwas draußen hört. Ich meine, ja gut, vielleicht hört ihr einfach nur zu sehr von meinem Geschnaufe. Ich weiß es nicht. Das kann gut möglich sein. Aber an sich müsste man das hören. Hören die anderen auch nicht, oder? Nee, also angeblich. Ich lese das jetzt hier gerade. Okay, außer E-Sport Hamster, der hört ihn. Echt? Okay. Aber sorry, ich werde jetzt nicht im Sommer hier meinen Ventilator zum Stream ausschalten. Ich bin... Wow. Okay, die Dinger gehen. Ah,
Hase. Muss man für diese Kristalle irgendwie... Brauchen wir dafür eine bestimmte Spezialität? Ich gehe in die Mine. Ich bin schon dabei. Perfekt. Da bin ich dir also schon einen Schritt voraus. Und hier gibt's jetzt Edelsteine. Ach, ich gebe dir Haley noch so einen Quarz. Und dann gehe ich in die Mine. Okay, und auf einmal liegt... Ab der Etage ist Eisenerz legit. Aha. Das ersetzt jetzt das Kupfer hier offenbar. Ah. Emily kocht normalerweise das Abendessen. Sie macht merkwürdiges Zeug wie Quinoa. Ach so, das ist die Emily. Warte, nicht laufen. Das ist so ein dummes Geschenk. Okay. Ich dachte, die mag das. Was? Vorhin wollte sie Quarz. Die ist vielleicht blöd. Kann sich nicht entscheiden. Ja, und dann sagt sie, dass es total dumm ist und so. Die ist so eingebildet, ich mag die nicht. Welche? Ist das die Blonde? Ja. Ja, die ist echt voll hübsch, aber die ist so eingebildet, dass ich sie wieder rum... Also, das macht die voll hässlich. Jetzt mag ich sie nicht mehr. Die ganze Ordnung übertönt den Ventilator. Ja, das hoffe ich in der Regel auch immer, dass das von den Einstellungen her so ist. Ja, ich hatte auch mal letztes Jahr im Sommer, weißt du, heißt, habe ich den Ventilator auch hochgeholt. Und da habe ich ein bisschen rumgetestet und den hat man auch überhaupt nicht gehört. Also halt nicht auf höchster Stufe, da hat man ihn schon gehört, aber so auf 2. Okay, ich habe einer Fledermaus die Flügel abgerissen. Oh. Warum? Weil, okay, die Monster hier sind harte Nüsse. Okay, ich bin fast da. Uiuiuiuiui. Die Monster sind hart hier. Es blöd. Also auf jeden Fall, hier können wir echt einiges an Eisen abgreifen. Sehr cool. Okay, ich hoffe, ich schaff's noch in die... Ich mache auch nur bis 45. Ja, hast du irgendwo eine rosa oder lila Hose gefunden eigentlich? Nö. Okay. Oh, und ich sehe schon. Ich habe so das Gefühl, wir werden hier bald auch eine bessere Spitzhacke brauchen, weil wir sonst nicht weiterkommen. Ah. Ja, das ergibt Sinn, dass man das hier auch braucht dann. Ja, fürs Mining. So, soll ich erstmal auf 30? Okay, das habe ich. Eine Fledermaus, eine mit meiner Keule übergezogen. Naja, ich muss auch sagen, ich lasse den Ventilator jetzt auch nicht genau Richtung, Richtung Mikro pusten, sondern ja, nur durchs Zimmer. Das wäre auch irgendwie doof. So genau hinstellen, dass genau aufs Mikro pustet. Das wäre echt retarded, ja. Volle Pulle. Aber ich habe auch schon solche gesehen, also von daher. Okay. Ja, Wow-Schieber, gell? Wow. Wow? Wow. Keine Ahnung. Wow. Wow. Wow, wow. Meiner übertönt den da. Ich hab bestimmt wieder was gesagt. Das Interessante war ja, meine Cousine, wo ich jetzt am Wochenende war, da, die hat sich eine Windmaschine zugelegt. Was? Ja, so, das ist so ein Ventilator, ein bisschen größer. Mhm. Nennt sich Windmaschine. Und was ist dann anders? Es ist ein Ventilator mit viel mehr Power. Ruhiger, also auch ruhiger oder Nein. leiser? Nein. Okay, das toll. Ding ist laut AF. Aber meine Güte, das Ding macht einen verdammt guten Job. Okay. Mir wäre eigentlich, also ich hätte, wenn, dann gerne einen Ventilator, der richtig leise ist. Das wäre mir viel wichtiger. Nee, der so leise, der darf von mir aus so viel Lärm machen, wie er will, solange er dafür sorgt, dass ich cool bleibe. Oh Mann, wo ist denn der scheiß Ausgang hier? Also der Weg nach unten. Hm. I hope I don't die here. Ich bin ja schon da, also ich töte hier gerade eine Fledermaus. Oder sie mich, mal gucken. Es sind 3 Fledermäuse. Ah!
Geht weg! Vier! Weg, wo bist du? Heftig! Das hört gerne mal auf. Yes. Bingo. Weg gefunden. Wie bist du hier durchgekommen? Ich hatte einmal eine Etage voll mit Gegnern, aber da war denn, da hat sie ja auch schon wieder aufgehört. Okay, dann kamen die wohl jetzt erst aus ihrem Versteck. Ich weiß es nicht. Gut möglich. Ich bin jetzt raus, weil ich habe kaum noch Energie und keine Heil-Items. Okay. Oh, wie niedlich. Was ist das denn? In meinem Leben habe ich noch genug, aber meine Energie geht low. Und jetzt habe ich Fledermausflügel. Ja, ich auch. Material erstaunlich zart. Klimaanlage. Ja, Klimaanlage ist natürlich fein. Wenn es nicht so teuer wäre. Ja. Ich habe genug Amethysten, die Dinger kann ich verschenken, einfach so. Like it's nothing. Okay. So, warte mal. Ich bin jetzt auf 44, also ich muss eigentlich nur noch eins finden. Ah, wie gesagt, ich hab's schon geschafft. Ich bin raus. Just in case. Achso, du warst schon bei 45. Ja. Ach, ich dachte, du bist eben vorher raus, weil es dir schlecht ging. Okay. Nee, ich hab das tatsächlich noch geschafft, gerade so. Ah. Hey, Nap-Gamer. Und jetzt, da ich ja keine Aktivitäten mehr vorhab, sollte mir eigentlich nichts passieren. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo war denn das, wo die Dings hier die Fledermausflügel gebraucht hat? Ich glaube, waren die hier beim Heizraum unten? Ja, 10 Stück, Alter. Okay. Ich finde diese kleinen Knäuelchen voll süß. Was ist das? Okay, ich habe 30 Eisen aus der Höhle gezogen. Also ab jetzt. Ach, krass. Ab jetzt gibt's gut Eisen. Dann können wir endlich eine Sprinkleranlage bauen. Ja, das ist jetzt kein Problem mehr. Die können wir easy bauen. Geil. Da kann ich dir easy Zeug zusammenschmelzen. Können wir sogar zwei. Können wir bei dir unten auch einen hinmachen. Hui, es ist, glaube ich, eiskalt. Okay, ich gehe mal raus. Ich bin müde und ich bin schmutzig. Ich bin schmutzig, ich stinke. Will jetzt heim. Sag das nicht, Hamster, dann will ich sie nicht umbringen. Das sind ja Gegner. Und schokolierte Hamster werde ich sicher nicht umbringen. Aber ich weiß nicht, was ich mit ihnen tun würde. Die sind ja ganz klebrig, so voller Schokolade. Wo hängt Abigail denn 15. ab heute? Musst du ihr noch was schenken? Nee, das nicht. Kann ich ab morgen wieder. Hast du die Woche erledigt? Yes. Pensum durch. Pensum okay. Durch, genau. Warte mal, das tun wir in die Kiste. Jetzt bist du da gerade. Okay, dann gehe ich erst an die. Ja, sorry, ich bin gleich weg. Okay. Ja, ja. Ich glaube, da will ich mir gar nichts aufheben. Boah, so viel Eisen. Der Eisen ist was jetzt. Was machen wir denn? Ach so, gefrorene Geoden kann man auch einfach aufbrechen. Okay. Genau, die kannst du genauso wie normale Dings-Geoden machen. Okay. Okay. Oh, ein klein bisschen Zeit habe ich noch. Ist Lilzeit. Ich kann da nichts reintun. Die ist ja sogar in der Nacht beschäftigt hier. Ja, die war letzte Nacht ja auch schon die ganze Zeit zugange. Dafür ist die aber echt langsam. Die Frau ist echt unermüdlich.
geil mit der Schleuder. Keine Munition. Ach so. Ja, Munition brauchst du auch noch. Ja, erstmal pennen. Erstmal pennen. Oh Mann. Na gut. Geh doch pennen jetzt, Mensch. Minenarbeitsstufe 3. Kampfstufe 2. Bergarbeiter Leckerbissen. Ups. Habe ich die Fledermaus-Dinger jetzt verkauft? Ich habe meine verkauft. Shit, das hätten wir für ein Bündel gebraucht. Genau wie die Schleime. Echt? Ja. Scheiße. Ja, geh mal halt nochmal. Deswegen, die Schleime habe ich aufgehoben schon. Da brauchen wir 100. Ah, 100? Ja. Mhm. Ja, das ist gut, sind Schleime, also. Unser Hühnerstall ist fertig. Ja! Da kann man tatsächlich... Okay. Props, der hat uns einfach mal ein ganzes Haus gebaut. Geil. Und die müssen, ist das cool. Die müssen wir mit Gras füttern. Katze gaggt einfach nur durch die Gegend. Jetzt brauchen wir noch Hühner. Wo kriegen wir denn jetzt Hühner her? Ich glaube bei dem Pierre oder wie der heißt. Der blinde Pierre. Okay. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber erstmal muss ich gießen. Am Laden vorbei, schau dir neuen Angeln an, die ich verkaufe. Mhm. Willi. Ich muss noch zu der Maus mit den Hüten. In diesem Spiel vergeht die Zeit so schnell, also auch in echt. Ja, ich meine, wir haben jetzt schon gleich... Eigentlich müsste das jetzt hier unser letzter Tag sein, leider, für heute. Ja, oder der und noch einer. Deal. Bei Mani kann man Tiere kaufen. So, ich habe gegossen. Ich auch. Wie lange dauert das denn, bis da mal was kommt? Furchtbar. Also 14 Tage, glaube ich, stand da. Oh ja. Also hier, wenn du Eisen brauchst... Oh nein, nicht den Fehler meine ich nie nochmal. Ich hätte den Fehler jetzt... Ich leg da alles in meine Kiste. Stell die Hühnerskulptur vor den Hühnerstall. Gute Idee, warte mal. Wo habe ich meinen Cock denn hingestellt? Hier. Kann ich den denn da draußen platzieren? So. Ich schau mal, ob ich Hühner kaufen kann. Hühnchen. Nee, das... Das sieht im Hintergrund aus, hättest du einen Kamin an. Nein, das ist nur eine Kerze. Nee, ich kann... meine Hühnerstatue kann ich nur bei mir im Haus platzieren. Ach, das wäre witzig da drüben. Ja, das wäre echt cool gewesen. So, wir haben jetzt 6 Metallbahnen. Hast du das Rezept gestern noch gelernt? Shit. Formbring dazu, sich Fisch. Wasser zu drehen, erhöht die Beißrate von Fischen. Okay, wenn ich gerade mal was über habe. Dann muss ich jetzt den gebackenen Fisch immer machen. So, auf jeden Fall 4 Eisen sind jetzt bereit, falls du brauchst. Okay. Ja, ich brauche Eisen und ich brauche... Warte. Einmal Kupfer, einmal Eisenbahn. Hast du auch einen Kupferbahn? Ja, findest du alles in der gemeinsamen Truhe. Geil. Okay, wo kann ich Tiere kaufen? Wie benutze ich denn jetzt diesen Dreher, sag mal? Oder muss ich den einfach nur im Inventar haben? Hallo Google ist gruselig. Ich habe gerade nicht mal Hallo Google oder wie das... War das Hallo Google? Nee. Alles, ich weiß nicht mehr. Okay Google? Okay Google war's. Ich habe gesagt, wie kann ich jetzt Haustiere kaufen? Und jetzt ist mein Handy angegangen, hat gemacht eine Auflistung, wie ich wo ich Haustiere kaufen kann. Entschuldigung, ich kann doch nichts bestellen. Ja, ich möchte auch kein Haustier bestellen. Vielen Dank. Oh, ich muss das endlich ausschalten. Das ist gruselig. Das hört die ganze Zeit zu, was ich sage. Das soll ja jetzt gar keiner hören, was ich so sage, ne? Ist ja klar. Okay, dein Meerschweinchen ist mir echt sympathisch. Es hasst die Wärme. Hopfen! Okay, und die mit der neuen Angel kann ich dann...
den Dreher benutzen. Okay. Ich brauche nur noch geilere Angel. Der hat keine Tiere. Wer hat denn Tiere? Mani. Die ist gerade im Markt. Wer ist Mani? Mani. Mani? Mani. Mani. Die ist gerade im Markt gewesen. Aber da soll sie ja nicht sein, wenn ich was kaufen muss. Wo ist denn ihr Laden? Ah, hier! Haha! Found you. Mani's Ranch. So, mal, ich kann doch jetzt auch Fischköder machen. Wie funktioniert das? Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Kupfer und Harz. Für Fallen Fischköder. Das ist ja easy hier. Harz kommen mir aus dem Arsch. Wir haben viel zu viel Harz. Ja, deswegen. Und Kupfer habe ich auch ganz gut. Also von daher, das ist... Ja. Das ist ja, als würde man mir Fische schenken. Riku, vielen Dank für dein, dafür. Ja, die ist nicht da. Wo ist denn diese Hutmaus? So süd, wenn du von unserer Farm aus sehr immer, also immer nach unten gehst eigentlich. Und dann links, oder wie? Nein, nicht ganz, eigentlich nur nach straight runter. Du kannst jetzt aber bin ich auch, im Zauberer. Du kannst aber auch da anfangen, wo, wo das, der Tanz stattgefunden hat. Von da aus findest du es schon ja, fast da automatisch. Bin ich. Dann geh mal da einfach immer so nach links. Dann müsstest du es eigentlich ja finden irgendwann. Ich und war dann im Zauberer, links, aber. Links und unten. So, werde ich gleich mal versuchen, mal auch nochmal. Wenn ich hier wirklich noch so Fisch, selber Fischfallen machen kann, das wäre ja praktisch. Da brauche ich Kupfer und Harz und beides habe ich mehr als genug, also von daher. Hütte! Hüte, nicht Hütte. Hüte! Die gute alte Kappe. Für 1000 nicht. Ich habe eine schöne, ich habe einen super tollen Hut. Ich wollte gerade sagen, du hast einen coolen Strohhut. Ja, der ist sowieso das Beste überhaupt. Eben. Ach, weißt du was, ich gehe jetzt mal zurück und mach mal so eine Fischfalle und die platziere ich relativ nah bei uns beim Haus. Okay. Der schlaue Angler. Na, Kids. Ich. Oh, bist du ja. Ist auch so ein eingebildeter Kerl. Der Elliot. Wie man Freunde gewinnt. Jemand Geschenk ist mal gut, wenn ich Freunde aufzubauen, die mir Geschmäcker. Mache ich jemandem mein Geschenk? Ich habe ihre Kasse gegossen. Ups. Hier. Ich liebe Tiere, Frau Eroshiva. Kümmere dich gut um sie und wir werden definitiv Freunde. Ich hab dem, du sollst mir was verkaufen. Ich habe dem kleinen Jungen Seeigel gegeben und der fand es nicht so toll, aber ich habe 100 Gold als Belohnung bekommen. Geil. Bleifischköder. Fügt Gewicht zur Fische hinzu, verhindert damit, dass er im Grund herumspringt. Ah. Ja, wann hat die denn offen? Steht oh, das hier ja irgendwo? Oh, 7500. Ihr habt das. Die sagt mir nicht, wann sie geöffnet hat. Die blöde Kuh. 9 bis 16 Uhr. Oh. Super. Boah. Ich gehe noch in die Mine. Hab noch Zeit. Ein Retro-Stream Legend of the River King. GBC Game Boy Color? Für ein Game Boy Color? Okay. Das soll ein gutes Anglerspiel sein dann? Kann ich mir nicht so ganz denken. Ich meine, ich habe nichts gegen den Game Boy Color. Aber da muss ich mir auch fragen, ob das denn was taugt. Piep, 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 piep. Du hast deine Schleuder da auch reingelegt, sehr gut. Die Scheiße. Ja. Einmal Kupfer, einmal Eisen und dann kann ich mir so einen Sprinkler rauslassen. Brauchst du noch Kupfer? Grad nicht.
Zur Not. Warte mal, achso, das kostet. Aber du kannst noch mehr herstellen, wenn du Lust hast. Ja, ich muss nie wieder gießen hier. Geil. Ach so, ja. Hey, da muss ich erst eine Pflanze kaputt machen. die hier ist eh kaputt, dann tun wir es dahin. Wait, what? Anglergerät. Fische kommen langsamer, wenn du sie nicht Hä? Oh, ich bin so ein Idiot. Warum? Das sind Köder und keine Fallen. Ich habe das falsch interpretiert. Davon. Ach so. Well, das schauen wir mal. Ist mega fail. Vielleicht können wir, na gut, vielleicht können wir damit ein bisschen Geld schaufeln. Du kannst dir auch einen Sprinkler eigentlich bauen. Für das Beet unten. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Weil ich bei, ach so. Weil ich bei Beet nicht so weit bin wie du. Ah, okay, dann mache ich das nachher. Ja, Mensch. Lohnt sich das jetzt noch in die Mine? Nee, das ist zu spät. Nicht, gell? Dann mach ich's gleich. Auf einmal wird's dunkel. Ich habe nur schnell den Sprinkler gebaut. Das hat irgendwie 3 Stunden gedauert. Offenbar. Naja, ist eigentlich realistisch, ne? Ja, doch. Mal ein neues Bäumchen pflanzen. Ich meine, wenn wir Hühner haben nachher, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Das bringt ja auch wieder Geld ein. Mhm. Die kaufe ich morgen. Morgen gibt's Hähnchen. Mhm. Okay. Mach mal deine toten Pflanzen weg. Wie mache ich das? Ich glaube, das ist schlecht für die anderen. Einfach kaputt hauen. Mit, Welches sind denn die kaputten? Die, die so vertrocknet aussehen. Die sehen alle vertrocknet aus. Ist jetzt alles kaputt gegangen? Ich habe keine Ahnung. Sieht alles anders aus. Ich schau gleich. Jede Pflanze sieht da anders aus. Das ist verwirrend. Okay. Ich habe keinen grünen Daumen, just saying. Hä? Ist da nur ein Eisenbahn drin? Wo ist Kupfer hin? Oh, warte, sorry, das habe ich noch. Ah! Hab ich vergessen zurückzulegen. Da geht mal einmal kurz weg. Jupp. Okay. Falsche Kiste. Ah, falsche Kiste. So. Ich möchte. Ich habe halt gedacht, das sind solche Fallen wie für Krabben, nur halt, dass man da drin Fische fängt. Sowas wie eine Mäusefalle, nur für Fische. So ein Netz, oder wie? Ja. Also was man wie so diese Körbe da reinlegen kann ins Wasser, Köder rein und dann ist am nächsten Tag Fisch. Fisch und fertig. Genau. Ich bin Fisch und fertig. So. Die kaputten kann ich nicht wegmachen, weil ich nichts mehr sehe. Deswegen gehe ich jetzt auch ins Bett. Morgen haben wir einen ganz langen Tag vor uns. Ganz lang. Ich habe so viel vor. Okay. Ich will dem Sam noch was schenken. Dann will ich in die Mine gehen. Dann will ich Hühnchen kaufen. Und ich will meinen Sprinkler anschauen. Und ich muss noch Futter für die Hühner in die Dings tun. Also ganz viel noch. Den Hecht behalte ich mal. Ich glaube, den brauchen wir nämlich für ein Dings. Das hauen wir dann mal auch rein. So, ich bin im Bett. Ja, Sekunde. Achso, habe ich verkauft. Okay, ab dafür. Miau. Ich gehe morgen nochmal angeln in aller Ruhe. Yes. Okay. Okay, die Dinger haben gut was eingebracht. 200 das Stück. War also nicht komplett fail. Hä, wieso stand bei mir nur 56 bei Angeln? Ja, bei Angeln ist ja auch richtig. Das war anderes. Ah, da habe ich nicht hingeguckt. Diese Köder waren... Hm? Da steht jemand bei mir. Hier. Was? Was? Hallo Eroshiva, ich habe gute Nachrichten für dich. Und ich habe vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna.
Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gern zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren, kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Ja, ja. Was davon würdest du bevorzugen? Lieber Pilze oder lieber Fledermäuse? Pilze? Was meinst du? Ja, Pilze klingen eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Meine Fledermäuse. Ich finde Pilze eigentlich, ja. Fledermäuse finden wir auch so. Ja. Mit aber einer Keule. Du bist gerade bei mir ganz merkwürdig zu hören. Was? Du bist gerade bei mir ganz merkwürdig zu hören. Du bist. Hallo? Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott. Ist dein Internet okay? Jetzt geht's grad wieder. Hörst du mich? What the fuck? Ich sag es ja nur ungern, aber ich glaube, Discord hat grad ein... Keine Route! Ach du Scheiße! Discord hat, glaube ich, grad... Weil wir können ja noch zusammen spielen. Es ist also nicht am Internet. Yes. Ja, Discord zeigt gerade an, keine Route. Startet Discord neu. Warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Na, komm her. RTC verbindet. Nee, das... Da ist der Server down. Ihr habt keine Route. Der, das ist ein toter Server, ist das. Aber gut, eigentlich hatten wir ja sowieso vor, nur noch diesen Tag zu machen. Ich hoffe, das zieht sie jetzt auch durch. Müssen wir jetzt halt den einen Tag mal alleine a cappella machen. Bei Gewitter. Spielchat. Ich weiß gar nicht, ob es ein Spielchat gibt. Jetzt schreibt sie mir. Hallo? Ja, das geht. Okay, direkt geht, aber offenbar sind Server down. Ja, aber voll. Du hattest auf einmal voll den Roboter und dann warst du weg. Ja. Ach, ich auch? Ja, du warst bei mir auch cool. Ein Roboter. Piep, piep. Robo-Shiva. Ja, voll. Sau cool. Na gut, für den letzten Tag klappt das auch so. Ja. Hat ja bis jetzt eigentlich auch gut durchgehalten. Nicht, dass es jetzt, dass wir da auch noch rausfliegen. Nee, ich find's nur interessant, dass das so geht. Aber. Ja, komisch. Aber das ist halt wirklich direkt und das andere ist halt ein Channel, wo man auch für mehrere Leute einstellen kann. Und vielleicht überarbeiten die da gerade was, keine Ahnung. Das und das ist sein. Ja mehr wie telefonieren jetzt.
Durchaus, ja. Das ist eine One-on-One-Leitung. Ja, hat man auch weniger Einstellungen, was die Lautstärke betrifft. Stimmt. Aber es passt bei mir jetzt. Also, ja, also anscheinend gerade die Server down zu sein irgendwie. Ja. Oh Mann. Ich habe nur noch bei dir gehört, oh mein Gott, in Roboterstimme und dann warst du weg. So richtig so, wah! Ja, weil du hattest gerade diese Cutscene oder Diskussion mit wem auch immer. Und auf einmal, Und ich so, was? Volle Absicht. Ja, deswegen, ich guck ich da, wollte, dass du die Pilze nimmst. Das Erste, was ich dann immer mache, wenn sowas passiert, ich guck immer, was sagt mal bei OBS meine KBS-Zahl? Ist mein Internet down? Das habe ich auch geschaut, ja. So der erste Blick. Aber da war alles okay. Ja. So, ich habe dem Sam eine kalte Pizza geschenkt. Das habe ich schon mal erledigt. Ups. Und jetzt muss ich aber noch schnell zu dem Hof. Ich wollte doch noch Hühner klauen, kaufen. Das Ganze hat jetzt unnötig aufgehalten hier. Ja, verdammt. Eieieiei. Da war auch so ganz komische Sachen gestanden mit Route funktioniert nicht und so. Ja, eben, kein TRC, RTC oder so, nicht verfügbar oder so. Also ein Blödsinn und dann keine Route. Ganz komisch. Oh, wie nennen wir denn unser Hühnchen? Na, ich habe ja die Katze benannt, also wäre es nur fair, wenn du dir jetzt die Namen aussuchen darfst. Okay. Fertig. Sehr schön. Ich sende die kleine Pupsi sofort zu ihrem neuen Zuhause. Pupsi. Also haben wir jetzt ein Hühnchen. Ja. Bräuchten wir nicht eigentlich zwei oder so? Soll ich noch eins kaufen? Besser ist, würde ich sagen. Aber jetzt hört. Jetzt ist es 16 Uhr, jetzt geht sie wieder. Oh. Mitten im Kaufvorgang halt. Immer wieder typisch. Das ist echt ein bisschen kacke gemacht. Das ist, ich finde, solange man auch in dem Laden steht, sollte man auch einkaufen können. Vor allem, ich finde es ja auch geil, manchmal gehen sie ja einfach so nach dem Motto, ja, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden. Ja, eigentlich reicht es jetzt auch, ne? Ja, so, eben, ja. Die gehen dann einfach, obwohl du noch mitten die Dialogbox offen hast. Ja, oh, bei dir ist ja ganz viel fertig. Ich ernte mal. Okay. Oder willst du das Nee, mach ruhig. Okay. Weil ich stehe halt gerade da, ne? Ich bin gerade hier noch am Angeln, deswegen, ich würde das heute nämlich nicht mehr schaffen. Voll viele Trauben. Ich habe Trauben? Oh. Ja, das gibt Weintrauben. Das gibt doch bestimmt gut Cash. Ja. Aber brauchen wir da welche für diese Dinger? Nee, das habe ich schon gehabt. Also wenn es was anderes ist außer Weintrauben, dann habe ich das schon. Gewürzbeere. Hatten dich auch schon für ein Bündel. Okay. Brauchen wir also so nicht. Ah, oh, die sind alle mit Sternchen. Voll gut. Nice. Ja, voll gut. Das waren ja die Sachen, die ich über die Bündel bekommen habe. Ah. Krieg ich da auch noch was oder war das dann schon für uns beide? Ich glaube, das ist dann für uns beide. Okay. Sonst wäre es wahrscheinlich zu viel. Ich habe in der Truhe einen Thunfisch bekommen. Beim Angeln. Ja. Also, ich habe eine Truhe geangelt und da war ein großer Thunfisch drinne. Es ist geil. Der wollte da rein. Der hat's so gewollt. Ah, das ist süß. Oh mein Gott. Die Hühnchen? Wir haben ein kleines Küken bekommen. Ach, sogar ein Küken noch, wie süß. Oh, das ist süß. Oh Gott. Das ist ja wirklich ein Pupsi. Oh, ich werde so traurig sein, wenn das irgendwann stirbt. Armes kleines Pupsi. Naja, erstmal ordentlich Eier. Eier! Hui! Oh, Alter! Geil. Werde ich nicht so! Nein! Er hat mich ausgejukt! Der Fisch hat mich weggejukt! Oh nein! Hallo, Artcraft! Guten Tag, mein Dude! Habt ihr überhaupt Futter gekauft? Hast du? Ich habe Heu gekauft, einmal. Und dann ist sie abgehauen. Ach so, na super. Ja gut, ich wollte eigentlich noch schauen, was sie noch hat und so, aber ja, für heute reicht's.
Ja, eben für heute reicht das ja. Das kleine Hühnchen frisst eh nicht so viel. Oh, die Abigail ist in der Bar. Ja, da hängt sie manchmal ab schon. Habe ich schon gesehen. Ah. Hast du schon ausgecheckt? Aber natürlich. Hab ja auch schon mein Freut drittes... Freut sie sich über Harz? Hm? Oh Gott. Freut sie sich über Harz? Nee. Nein, das ist furchtbar, hat sie gesagt. Und was ich mir dabei denke. Die Leute sollen mal nicht so kritisieren, ja? Ich will hier was verschenken, einfach aus Nettigkeit. Und ich denke, das ist ein schönes Geschenk, so ein bisschen Harz, ja? Andere beantragen das extra, sogar 4 Stück. Finde ich echt nicht okay. Bin ich am Spielplatz? Kann ich schaukeln hier so im Regen alleine? Ich war doch... Donner. Donner. Aber ich habe, glaube ich, alles... Nein, ich war nicht in der Mine. Aber ist nicht so schlimm. Und der Fisch hier ist tot. Der hängt einfach am Boden rum. Oh. So, ein noch. Fischi. Fuck. Ich höre dich hier irgendwo. Ah! Donner. Ich finde das Gewitter so geil. Ist es an sich auch. Kann ich noch irgendwas herstellen? Standard Dünger, eine Fackel. Ach ja. Ein Ring. Was soll ich denn mit einem Ring? Halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten. Ach so. Den kannst du Lebenselixier. Oh, stellt Gesundheit vollständig wieder her. Und da brauchen wir nur Pilze. Wir haben das Richtige gemacht. Okay, das war dann. Dann war das richtig. Ja. Pilze ist was Gutes. Sehr geil. Ich mag Pilze zwar nicht, aber... Bin auch kein Riesenfan von Pilzen. Wo ist denn die Höhle? Ich glaube, ein Hecht. Lass ich mal. Hilfe! Das knallt denn gleich nachher im Portemonnaie. Hilfe, Wölfe! Wir haben doch eh schon kein Geld mehr. Nö, ich meine, damit kriegen wir wieder was. Ach so. Ich habe gut gefangen heute. Sehr gut. Ich glaube, ich habe die Bäume falsch eingepflanzt irgendwie. Ah doch, da wächst ein Baum. Vielleicht habe ich es doch richtig gemacht. Vielleicht dauert es nur lang. Also heute muss Payday sein. Also allein die ganzen Bären und alles. Ja. Heute ist Payday. Hm. Ja, mal leicht gespannt. Wo unsere Höhle ist, ich finde die irgendwie gerade nicht mehr. Warte mal, die ist doch hier. Warte. Die ist doch relativ nah hier, die ist bei. Ist eigentlich schon direkt neben unserer Scheune. Echt? Ja. Ach, jetzt hat Warum er. Warum sehe ich Jetzt die sind nicht? Hier solche Kästen. Weil es zu dunkel ist gerade, um den Eingang zu sehen. Ach so. Ich renne die ganze Zeit dran vorbei. Ah, hier. Ja. Da hat er jetzt solche. Sind solche komischen Kästen drinne. Ah, cool. Ah, ich finde das schön. Immer in dem Moment, wenn ich irgendwie eigentlich alles gemacht habe, was ich machen wollte, und ich mir denke, so was als nächstes, immer dann kommt irgendwie nochmal was. Dann passiert immer irgendwas. Mhm. So. Also die haben das voll gut getimed. Mhm. So, ab ins Bett. Payday, Payday. Ah. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Boah. Nicht schlecht. 3000 fast. Das ist gutes Cash. Ja. Aber die Fische waren schon wieder am meisten davon. Wahnsinn. Ja, da hatte ich auch ein paar richtig gute. Mhm. Habe ich gerade gesehen. Krass. Wenn man es halt schafft, wirklich so ein Perfect zu kriegen, das ist schon ein gutes Geld. Mhm. Trotzdem fehlt vier, immer noch... 4,5. 4,5. Es fehlt also immer noch einiges bis, ja... Bis ich mir die Angel holen kann. Ja. Guck mal, beim nächsten Mal könntest du deine Sachen schon fast ernten.
Ah ja, kann ich schon sogar. Nächstes Mal. Ich müsste. Ach, guck mal, bei mir ist auch noch Und was. Post Aber haben wir auch. bevor ich jetzt hier was anfange, wir wollten ja hier Feierabend machen, ne? Ja, es hat ja eh gespeichert. Ja, eben. Also, wir liegen dann wieder in der Kiste, wenn wir Also wieder Spiel laden. verlassen, zurück. Ja, bevor ich in Versuchung komme. Ah, es ist Bevor so traurig. ich in Versuchung.